Hallo. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Wir spielen heute Deadly Days. Das ist ein cooles Spiel. Es ist ein Roguelite. Und in dem Spiel geht es darum, dass man die Zombie-Apokalypse überleben muss. Ja, die wurde ausgelöst von einem Burgerladen. Und diesen Burgerladen muss man zerstören. Das ist das Endziel. Man hat eine Hauptbasis, wo man seine Waffen verbessern kann von seinen Überlebenden, wo man die Überlebenden leveln kann, wo man Fähigkeiten verbessern kann, wo man passive Fähigkeiten ausrüsten und verbessern kann und so weiter. Und dann kann man immer mit seinen Überlebenden zu einer Mission aufbrechen. In dieser Mission sammelt man dann Schrott, Nahrung, neue Überlebende und dann formt man eine Gruppe von immer mehr Überlebenden, die aber auch immer mehr Nahrung brauchen. Rüstet die aus, equippt die, levelt die, immer wieder Missionen. Die Missionen werden immer schwerer. Es kommen über die Zeit immer bessere Zombies. Hier im Hintergrund ist so eine Fettsparte. Die platzt auf, da kommen ganz viele Würmer raus. Hier Elektroboy, alles Mögliche. Der hier klaut Schrott. Genau, ist eine Ressource, die man sammelt. Ja, und jede Mission geht immer so lange, wie man bereit ist, in dieser Mission zu bleiben. Denn, irgendwann fängt die Nacht an in der Mission und dann werden wirklich die sekündlich die Gegnerwellen immer schwerer. Ja. Genau, und das Interessante ist, weil wir das ja gerade streamen, ihr könnt voten, welche Mission ich spiele. Also ich habe da gar keine Wahl. So. Und ist aber folgendes, wir spielen jetzt mal auf Medium, ja, einfach um euch das Spiel zu veranschaulichen, weil gerade auf schwer, das war halt, ja, wir hocken beim Battle Bus und warten, bis die Zeit um ist. So, es ist ein Roguelite-Game, das heißt, man stellt, steigt, Game oder Match übergreifend Level auf und dadurch hat man dann dauerhafte Verbesserungen. Ja, also hier mit Level 13 habe ich dann freigeschaltet, dass Granatenwerfer droppen können. Dass die herumliegen. Ja, vorher konnte ich überhaupt keine haben. Ne? Oder neue Charaktere, die man finden kann. Können. Erscheinen. So. Wähle deine Spezialisierung. LOL! Und es gibt quasi Skill Trees, die man levelt. Okay, das Game hat gerade ein bisschen mehr Tiefe, Alter. Feuerwehrhelm. Agent 777. Grill. Insasse 12. Okay, Bruder. Polierter Spiegel. Klarer Loft. Ich dachte, ich wäre was Besonderes. Oktoberfest. Ja, wir nehmen mal die Plünderungsspitze. Ist ein bisschen schade, weil ich bin ja schon echt weit. Wollen wir erstmal Kriegsführungsspezialisierung zu, also weitermachen? Atombombe unter anderem. Oder gehen wir aufs Oktoberfest? Ich muss ja eine auswählen jetzt. Ja, das Ding ist. Sehr gut, Bursi. Das Ding ist, wenn ich das hier jetzt, da müssen wir halt von null anfangen. Sprich, ich habe noch gar keine Vorteile. Bedeutet, das wird dann auf Medium zum Veranschaulichen. Was gibt es denn hier alles so? Nach jedem Tag hast du eine kleine Chance, deine Waffe mit der höchsten Seltenheitsstufe zu duplizieren. Das ist ein Item. Spezialfähigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit aller Überlebenden wird erhöht. Tageszeitung. Achso, warte mal. Oh, warte mal. Bedeutet das, weiß das einer, wenn ich das hier jetzt wähle,
dass ich dann auch hier von dem Boni, dass diese Bonis da sind und ich hier nur leveln kann? Oder hier zum Beispiel, wenn ich jetzt das hier auswähle, gibt es keinen Granatenwerfer. Kann man ja einfach ausprobieren. Komm, wir nehmen das mal. Und wenn ein M16 droppt oder ein Granatenwerfer, weiß ich's. Dann weiß ich die Antwort. Okay. So, das Witzige ist, mich gibt's im Spiel. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Ja. Anführer bei... Bazulen? Hä? Ich wurde rausgepatcht. Ist wahrscheinlich ein Bug, oder? Dass da einfach ein random Name ist. Also eigentlich steht da Henno. Ihr müsst mir glauben, Alter. Im letzten Stream stand da immer Henno. Das tut so weh. Erst erfahre ich hier, dass hier andere Leute aus der Szene auch drin sind. Und dann wird man auch noch rausgepatcht. Kaum ist hier die Kooperation vorbei, weißt du? Also. Weiß ich nicht. Hallo? Ja, ich möchte mich beschweren. Das geht so nicht. Ihr könnt mich nicht rauspatchen. Nee, was aus Versehen? Fresse halten! Nächster Patch bin ich drin, Junge! Tschüss! Glaubst du? Warte, ich probiere einmal nochmal neu. So, weil das, was viele von euch nicht wissen... Hier... Henno! So! Wähle ich mal ab? Wer ist eigentlich das? Unaufhaltsam. Wieso heißt der unaufhaltsam? Ach, das ist die Fähigkeit. Hä? Nee. Geist. Schneemann. Ninja. Hühnermann. Unaufhaltsam. Das sieht echt aus wie Kutsche. So, Henno. Neues Spiel. Medium. Go. Nebel 09? Hey, hab Hitman 2206? Das ist aber auch nicht normal. Ich glaube, die haben... Ich glaube, die haben... Doppelklang. Ich glaube, die haben das verkackt. Ich glaube, die haben hier ist gerade echt... Die Namen sind, glaube ich, gerade generell verbuggt. Warte mal. Hä? Ach, das sind... Das sind eure Namen! Doppelklang. Nebel 09? Der ist im Chat. Hitman 2206, wo bist du? Hä, hey, das heißt, ich finde euch? Könnt ihr mal was schreiben? Ihr seid hier im Spiel. Hey, da! Hier bin ich! Moin! Du bist eine Frau! Ist ja nice! Du hast 1% Chance, Schrott beim Aufheben zu verdoppeln. Claps in Chat. Dank Hitman haben wir eine 1%ige Chance, Schrott zu verdoppeln. Das ist phänomenal. Danke. Gut. Ach, der Kopierer mit dem startet, Mann. Das ist ja aber auch ganz nice. Dann gehen wir jetzt mal rein und ihr dürft voten. Das ist ja geil. Aber Henno hätte es jetzt nicht unbedingt treffen müssen. Nebel 09, bist du da? Schreibt da gleich. So, wir spielen jetzt mal auf Mittel erstmal. Damit ich die Leute, die beim letzten Stream nicht dabei waren, so ein bisschen abhole. Weil wenn wir jetzt direkt mit schwer starten... Ja. Nebel 09, bitte einmal melden! Oh, letzter Aufruf! Doppelklang. Bin doch da. Ah, jawohl.
Das wär's, Alter. Wär das ein AFK-Dude. Stech sie ab. Oh. Schatz-Zombie. Schatz-Zombie. Treffer. Krieg ich niemals auf Stufe 1, oder? Stech sie ab. Warte mal. Stech sie ab. Abstechen. Abstechen, abstechen, abstechen. Treffer. Oh shit. Ich darf jetzt auch nicht zu. Es wäre nice, würden wir den bekommen. Bin ich ehrlich. Klärt die Affen. Oh, die kommt hier nochmal rum. Auf da. Das wäre so nice, würden wir den hier direkt bekommen. Das ist nämlich richtig gut. Ja! Ehre. Kaffee. Wir haben Kaffee gefunden. So, Nacht ist gleich. Ich suche alle mal. Okay, es gibt keine Bäume. Gut. Boah, Alter, was hat sie hier für Mob gesammelt? Man hat hier auf 1 und 2 so aktivierbare Fähigkeiten mit 1 und 2. Das hier ist ein präziser Luftangriff. Seht ihr immer, dass diese Bombe, die runterkommt? Kriegt man aber keine EP für. Ja, normalerweise, wenn die was killen, steigen die Level auf. Sind jetzt Level 1. Dann verbessert sich auch der Effekt. Also Hitman, so dein Effekt 1% pro Level. Ich hoffe, es wird sich irgendwann mal auszahlen. Also hoffe ich für dich. So, und das ist halt ein Heal. Gut. Starten wir mal einen Motor. Wir leveln jetzt noch ein bisschen. Jetzt nehme ich Nacht. Jetzt turnt auch die Musik so ein bisschen. Problem ist, wir haben halt wirklich nur eine Pistole. Ich glaube, wir haben noch nichts Krasses gefunden. Ist halt sehr bitter. Geil, Level up. Wir gehen hier nicht vor. Kannst du bitte auch noch Level 2 werden? Nice. Ja, hauen wir rein. Töte Hitman. Wieso? Was hat er geschrieben? Ich kann dich suiciden lassen. Ich weiß, mit Steuerung, genau, kann man. Das weiß ich. Was war das für ein Geräusch? Ach, war das das? Wurde gerade Schrott verdoppelt? Beim Aufheben, dachte ich. Gut, neues Item. Was macht denn Kaffee? Doppelklang. Erhöht die Länge der Tage. Was? Das ist ja übel gut. Das ist ja übel broken, Alter. Hä, hey, das ist ja insane. Also halt wirklich. So, bitte voten. Das Item schallert. Ja. Hat der Elias recht, Alter. Das Ding ist, wenn wir jetzt einen neuen Überlebenden finden, heißt er auch wie jemand aus dem Twitch-Chat. Insane. Insane, das Game. Prost. Na, schon leer. Ich muss mal gleich wirklich einen Kaffee holen. Ich hole jetzt mal hier alles ein bisschen. Oh, lecker. Kaffee! Vielleicht klappt's. Oh Gott! Echt? Aber gerade nicht, oder? Immer mal wieder? Also ich habe jetzt auch noch nichts gelesen. Ah, okay. Also Leute. Generell in den letzten Wochen, ne? In den letzten Wochen ist es ein bisschen schwierig mit Vodafone, mit Internet irgendwie in Spandau. Kann sein, dass der Streamer laggt. Aber. Oh, hat jemand mal drauf geachtet, wie viel Zeit wir vorher hatten, ohne das Item? Also, es kann sein, dass. Also, ich habe jetzt auch eigentlich noch nichts gelesen gehabt. Ich glaube, einer hat es geschrieben. Nee, ich habe keine ausgelassenen Frames. Nee. Nee, es leckt nicht. Dann leckt es nur bei denen da drüben. Das war komplette Fehleinschätzung der Kollegen. Das tut mir sehr leid. Da ist schon wieder ein Schatz-Zombie. Der wäre schon. Warum hat das nicht getroffen? Oder Schrott? Ich brauche Items. Ich brauche Waffen. Das ist halt wichtig. Hier,
Die. Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Einer geht rein. Oh, mit dem längeren Tag ist das ja easy zu machen. Du trainierst ja auch ein bisschen. Komm aus dem Hospital auch. Aus dem Krankenhaus kommt da auch. Kommt da auch Waffen. Also, wenn es irgendwie leckt, dann. Also. Leon, ich. Wenn ich auf sowas nicht. Also. Nee. Okay. Wenn ich irgendwann mal wieder Stronghold gegen Johnny spielen will, dann werde ich das machen. Aber ich werde das nicht machen, weil ein Typ das im Twitch-Chat schreibt, weißt du? Vor allem, wenn das alle 5 Minuten schreibt. Scheiße, jetzt wird schon Nacht. Okay, aber ich zieh durch. Ich zieh durch. Oh Gott. Ich zieh durch. So kann ich mein Item nicht aktivieren. Henno darf jetzt aber nicht sterben. Oh, mach mal das Auto an, wa? Man kann doch übrigens pausieren. Oh, da ist schon ein Hund, Alter. Ciao. Wollte es nur wissen. Ja, klar. Viele wollen immer viele Sachen wissen. Aber ihr müsst ja auch verstehen, auf der anderen Seite, dass viele Leute viele Sachen wissen wollen. Ne? Mach mal wieder dies, mach mal wieder jenes. Ey, wann kommt wieder das? Wann geht's weiter mit dem? So, und am Ende des Tages habe ich noch nie wegen einem Zuschauer irgendwas gemacht. Ist halt so. Ich habe noch nie wegen euch videotechnisch auf meinen Kanälen was gemacht. Immer nur, wenn ich Bock drauf habe oder wenn ein Kollege Bock hat. So. Natürlich, wenn niemand was guckt, dann brauche ich es auch nicht machen. Aber ich meine, der Impuls, etwas zu machen, der kommt nie durch Zuschauer. So. So, was habe ich denn? Genau, ich habe irgendeine Fähigkeit hier gefunden. Blitzsturm. Okay. Tage noch länger? Ich glaube, das ist einfach key, das Item. Also Kaffee ist key. Gothic wäre mal wieder nice. Ja, ich weiß. Ich hatte sogar mal geplant. Da war ich sogar schon recht weit. Es gibt so ein Online-Gothic 2-Projekt. So ein Server. So ein bisschen wie GTA Roleplay, kann man sagen, im entferntesten Sinne. Das wollte ich mal streamen und mal ein Projekt draus machen, wurde aber nichts, weil ich keine Zeit hatte und dann doch andere Sachen wichtiger waren. Also ich mache mir auch Gedanken. So, es ist jetzt nicht nur. Ja. Gothic 2 kann man. Da gibt's Mods, ja. Server. Vor allem, das hätte ich natürlich auch sehr befeuern können mit meiner Präsenz auf dem Server, was halt cool gewesen wäre für die Community da. Ich weiß gar nicht, wie der Server hieß. Das Ding ist, ich mache auf meinem Zweitkanal keine fortlaufenden Projekte mehr. Weil, wie ihr vielleicht mitbekommt, auf meinem Zweitkanal kommt nichts in einer gewissen Frequenz. Es kommt immer mal wieder irgendwas. Ja, ich habe ein paar Mal darüber gesprochen. Klar, es kriegt nicht jeder mit. Aber das Ding ist einfach, dadurch, dass der Content auf meinem Hauptkanal so stattfinden kann, wie er stattfindet, brauche ich sehr viel Zeit. Und sehr viel Aufmerksamkeit. Und, das hat halt, also der Zweitkanal, das war aber auch schon immer, habe ich das so kommuniziert. Das ist halt ein Bonus. Also wenn ich Zeit finde, kommt da was. Mittlerweile haben wir dafür auch viele Placement-Anfragen. Das heißt, das ist dann natürlich dann eine andere Priorisierung. Dass wir dann natürlich auch gucken, generell auf dem Zweitkanal mehr zu machen, auch nebenbei. Damit da dann
Das nicht wie so eine Müllhalde für Placements ist. Ist ja auch scheiße. So. So, jetzt. Wie lange war der Tag jetzt? Ich brauche meine Waffe. Eine, die schießt. Gleich schon wieder Nacht. Alter, was ist hier los? Geht nach Hause. Ja! Damit kann ich doch arbeiten. Jetzt gibt's gleich noch schön Kopierer. Oh, geh doch rein. Alles gut. Nee, das muss ich mir sparen. Ich mach mal das Auto an. Und dann gehen wir hoch. Alter, ist man schnell. Level. Ach, scheiß drauf. Rein in eine Kiste. So. Um 35 Sekunden pro Upgrade? Oder jetzt gerade insgesamt? 35 Sekunden ist der Tag länger. So, was ich sagen wollte, das Ding ist, dadurch, dass ich halt jetzt keine festen... Also wir arbeiten auch daran, dass es irgendwie besser wird, natürlich. Aber dadurch, dass ich jetzt... würde ich jetzt sagen, okay, Risen 3, let's play. Let's go. Jeden Tag eine Folge. Alter, nach 2 Tagen würde schon erstmal nichts mehr kommen, weil ich dann merken würde, oh, scheiße, ich habe gar keine Zeit. Sondern das wäre kacke. Ich werde keine Erwartungshaltung schaffen bei euch und dann wird das einfach nur scheiße. Und was ist das für ein Projekt, wenn alle 5 Tage mal eine halbe Stunde Gameplay kommt? Dann sind wir in 38 Jahren nicht mit Risen 3 fertig. So. Und ich meine, ich habe ja damals zu Schluss damit den Zweitkanal gegründet, weil Leute ja extra auf Uncut stehen und das besser finden auch oder das auch gerne gucken an sich. Und dass ich da dann auch mal was machen kann für die. Aber es war ja nie, ne? Hab ja auch nie was Gegenteiliges behauptet. So, wir haben jetzt einen Katana, Alter. Der hat es direkt... Kopiert? Nee. Okay, erstmal die Sniper, das ist schon nice. Oder ich mache beide auf Katana. Mehr Schaden. Heilt 4. Bei jedem getöteten Gegner. Bruder, was? Weil das kriegt der Henno. Soll ich mal beide machen hier? Nach jedem Tag hast du eine kleine Chance, deine Waffe mit der höchsten Seltenheitsstufe zu duplizieren. Keine legendären. Das heißt, ich könnte jetzt beide einfach auf... Ich probiere das mal. So. Nein. Ups. So. Ich will nicht alle verkaufen. Ich will nur... Wie verkaufe ich denn die Scheiße? Wie komme ich denn generell zu meinen Items? Geht das gar nicht? Okay. Wir probieren das mal. Schöne Schlitzung jetzt. Und rin. Und ihr dürft voten. Ja, bei Rettung kann jemand bei euch aus dem Twitch-Chat da warten. Krankenhaus, habt ihr gesehen, hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Da kommen Items raus. Genau. Und beim Supermarkt, Supermarkt ist sehr nice, da gibt es sehr viel Nahrung. Aber auch allgemein. Burgerladen auch. Oh, beim Burgerladen, wenn man den durchsucht hat, kommt sogar noch ein Endgegner. Dann gibt es immer mal wieder so Special-Sachen, die auf den Maps passieren. Zum Beispiel diese Schatzzombies, die wir gesehen haben, können vorkommen. Das steht dann da auch immer. Lager, da findet man sehr viel Schrott und Waffen. Es kann einen Drop geben. Alter, das ist der Ninja. Perfekt, ich habe die Katana. So, durch da, Jungs. Rasieren. Der kriegt echt übel viel Leben wieder. Der Ninja startet sogar, glaube ich, auch mit dem Schwert. Schön. Weg. Weg. Nee, der hat Raketenwerfer, der Ninja, klar. Macht Sinn. Gut. Klassischer Ninja. Oh, MP5 gefunden. Nice. Nice, nice, nice.
So. Hier ist Maprand. Wir gehen nochmal nach oben. Schönes Ding, Harry. Aber der kriegt auch ein Samurai-Schwert. Ich glaube, der hat sogar irgendeinen Bonus, wenn der... Wirft einen tödlichen Shuriken jede 20 Sekunden auf einen nahen Gegner. Okay, doch nicht. Na gut. Ja, die Maps sind natürlich auch unterschiedlich groß. Es gibt so... Ich weiß gerade, für eine rote Linie. Es gibt so Gebäude, da kann man einfach ein bisschen Schrott rauskriegen. Manchmal eine Waffe, manchmal... Es gibt so Autos, das ist ähnlich. Aha, manchmal auch andere Sachen. Zielscheibe ist super gut. Tatsächlich. So. Ja, haben wir... Na, hier unten können wir noch hin. Ist nicht krass, wenn die Tage so lang sind. Kaffee ist komplett broken. Aber das mit den Katanern hier läuft auch, muss ich sagen. Sehr gut. Die verliert halt einfach kein... Hier, Hitman verliert einfach kein Leben. Weil der immer viel Leben kriegt, wenn er was killt. Und das macht ja AOE Damage. Das ist halt richtig nice. So, was geht hier unten? Full clear. Normalerweise hat man so scheiße wenig Zeit. Achso, wie ist das jetzt? Sorry, ich hatte nicht auf den Chat geachtet. Ist jedes Upgrade vom Kaffee 35 Sekunden mehr? Oder ist das jetzt insgesamt gerade die Verbesserung? Pro Upgrade. Was? Junge, geh doch da rein. Ich hätte noch leveln können. Egal. Das ist okay. Wobei, das ist jetzt richtig scheiße mit den... Oder? Mit den Katanas? Das sind so fette Boomer, die dann aufplatzen, wenn man die killt. Wurde jetzt das Item hier dupliziert? Nein. Schade. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Achso, neue Items. Zielscheibe. Überlebende machen mehr Fernkampfschaden. Ist natürlich jetzt... dumm. Loot Scan zeigt versteckte Gegenstände in der Umgebung. Ausprobieren, wa? 90. Ich könnte jetzt auf Fernkampf gehen. Mit einer MP5 und einem Scharfschützengewehr und dem Raketenwerfer. Aber man hat schon gesehen, mit den Katanas komme ich halt echt sehr gut, also flüge ich sehr gut durch. Ich mache mal diesen Scan. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Der neue heißt einfach nur ein... Ach so, yo! Lol! Wer ist das von euch? Ein Riesenzombie wurde gesichtet. Uff. Ja, ich muss ja gleich gucken, wie der Ninja heißt. Boss Fight. Hoppala. Kairi 225. Bist du da? Kairi, melde dich. Doppelklapp. Kairi, Alter. Hallo! Ist ein AFKler. Ich glaube es nicht. Es ist halt schade, ne? Wenn dann zufällig jemand... Ich scheiße mal auf den Loot da. So, schlitz den auf. Granatenwerfer. Okay, damit ist bestätigt. Die Spezialisierung ist übergreifend. Whatever. Krächte dadurch. Ja.
lecker. Doppelt. Oh, das ist der Boss-Zombie, by the way. Ah, der ist ja nur dicke. Aber wirklich, ne? Alter, woher kommen die ganzen Dicken? Holy shit. Holy shit. Warte mal, 4. Geht gut. So. Oh, hier ist eine Uzi. So, wo wurden mir jetzt versteckte Schätze angezeigt? Nirgendwo, wa? Doppelklang. Ich sehe nichts. Aber mit den Katanas geht gut ab. Hallo, wie geht's dir heute so? Also, ich bin aus dem Urlaub wieder da. Aber leider war es im Urlaub so, dass also ich musste natürlich vorproduzieren, zumindest hier für die Jungs, dass die schneiden können. Die Gameplays halt aufnehmen. Muss dann immer aus dem Urlaub ein bisschen Feedback geben und so. Also ganz, so ganz frei hatte ich halt nie. Also okay. Und eins dieser Gameplays hatte leider einen Aufnahmefehler. Und das hat bedeutet, dass jetzt direkt, wo ich halt wiederkam, richtig schnell aufgenommen werden musste und ziemlich viel und ganz viele natürlich in den anderthalb Wochen, wo ich im Urlaub war oder eine Woche, natürlich auch ganz viel Anstand und super viel Nachfragebedarf war und man ist halt direkt voll drin. Ja. So, wurde jetzt eigentlich mal eine Waffe hier kopiert, Alter? Wir rüsten mal um. Wir gehen jetzt ein bisschen mehr auf Fernkampf. Ach Quatsch. Hier die Stufe 8. Uzi, die nehmen wir mal. So, den Rest verkaufen wir mal. Gibt 48 Schrott. Und jetzt wäre die Schießscheibe ganz geil. Da brauchen wir aber noch 8 Schrott. Dann hau ich das Katana auch weg. Ehre. So, und weiter. Dafür ist die Bezahlung und dementsprechend kann ich mir vorstellen. Ja, das mag sein bei dem einen oder anderen Influencer. Recke mal den AFKler weg. Das Ding ist, es ist halt schon ein krasser Vorteil, wenn man mehr Leute hat, ne? Wenn da steht, Voting ist abgeschlossen, braucht ihr nicht mehr voten. Trust me. So. Machen wir das hier mal auf. Hier ist was. Nee. Hä? Okay, so ganz check ich die Fähigkeit nicht. Hey, kommen einfach Sachen zu mir geflogen. Okay. Nice Mechanic. Paar Äpfel. Okay. Wenn es da doch ein paar viele. Wir haben einfach nur über eine Minute. Das ist insane. Hier ist ein Automat. Mal gucken. Essen 4 Äpfel. Nö.
Nee, das ist alles nicht so worth. Ich hatte halt auch so wenig Schrott. Ja, Minigun kostet halt über 200 Schrott. Habe ich leider nicht. Sonst hätte ich die genommen. Die kassieren ja da oben richtig, die Jungs. Wo kommen die Gegenstände? So viele. Holy shit. Alter, was halten die denn aus? So. Was ist denn da? Holy shit. Was ist denn da los? Alter, was für ein Mob ist da? Heilige Scheiße. So, jetzt leveln wir hier noch ein bisschen. Leute, eine Zombie hat eine Schulbox. Schön gelevelt. So, wir steigen mal ein. Das ist mir gerade zu heiß. Doppelklang. Alter, Mojotsche. Bist du etwa der Mojotsche aus der WoW-Gilde mit dem Keg-W-Lachen? Oh, jetzt gab's ein paar Waffen. Oh, lecker. Alter, und was für welche? Doppelklang. Stufe 10 Sniper würde ich, glaube ich, nehmen. Oder? Ja, gegen die Dicken ist das, glaube ich, gut. Gegen die Dicken ist tatsächlich, glaube ich, die Sniper ganz nice. Dennis, was geht? So. Neue Items, genau. Rattenfalle. Ich fighte eine... Für jeden Tod eines Zombies kommt eine Ratte, die für mich kämpft. Und wenn ich es verbessere, sogar zwei. Okay, Alter. Hab ich hier noch was? Nur das. Also das war krass, aber ich hab's nicht ganz verstanden. Ich habe das aktiviert. Und dann sind einfach Gegenstände aufgeploppt auf der Map. Also ohne das Item kann ich die gar nicht finden? Oder beschwört das quasi im übertragenen Sinne Items? Den ich sonst gar nicht kriegen... Also Loot, den ich sonst gar nicht kriegen könnte? Das wäre schon ziemlich gut. Krass. Ich, beim ersten Lesen dachte ich, okay, es zeigt mir halt, in welchen Läden ich eine Waffe kriege oder so. Also es sah halt echt so aus, als ob die statt dem Kopierer die Ratten. Ja, vermutlich, ne? Bis ich halt eine richtig krasse, epische Waffe habe. Das stimmt. So, ich könnte auch tatsächlich die Slots, die Item-Slots zu erweitern, ist irgendwie so immer das Effektivste, habe ich den Eindruck. Vorausgesetzt, man hat halt gute Items. Ja, schade, dass hier der Ninja nicht im Chat ist. Das ist ja sehr enttäuschend. Sind denn Nebel 09 und Hitman irgendeine Zahl noch da? Irgendwie habe ich das Gefühl, im Chat sind immer viel mehr Votes, als hier dann angezeigt wird. Das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Aber vielleicht täuscht das auch nur. So. Das habe ich gar nicht gelesen. Ich sollte mir vielleicht mal durchlesen, wohin es geht. So. Da. Grünes Messer. Oder was? Nö. Hier. Okay, es wurde geil. Alter, was haben wir hier für Damage bekommen? Da sind die Ratten. Lol, das sind recht viele. Ah, die sterben aber auch, wenn die einem... Okay. Auch ein paar Ratten. Den da muss ich kriegen. Weggesniped. Gasangriff. Okay. Oh!
Blaue M16. Das ist nice. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen Knast. Zaster-Knast. Zombies Überlebensratgeber. Nach jedem Tag steigt dein niedrigster Überlebender eine Stufe auf. Das ist ziemlich gut. Fahrradhelm erhöht die maximalen Lebenspunkte deiner Überlebenden um 25. Auch sehr gut. Also der Zombie-Überlebensratgeber. Level ist halt gleich Leben, ne? Also ich glaube, der ist schon echt gut. Nehmen wir den mal mit. Das hört sich sehr, sehr gut an. So. Als Ratten gegen Ratten, ey. Das Problem ist, mit der Sniper habe ich jetzt nicht so viel Clear Speed für so Masse. Das ist halt schon ein bisschen belastend. Boah, siehst du, und die machen richtig Schaden. Boah. Ekelhaft. Da, wenn da gerade der Raketenwerfer nachlädt, dann ist es übel. Aber wenn nicht, geht's. Aber das mit den Ratten ist schon nice. So, aber ich komme halt kaum voran jetzt gerade tatsächlich mit der Sniper. Also es killt die Dicken, aber es löst nicht das Problem mit den Dicken, weil halt einfach... Oh, ist Nacht. Anmachen. Oder muss los. Oh, da wäre eine Axt gewesen. Schade. Ja, die Zungenzombies sind mit Abstand die schlimmsten. Das ist halt wirklich alles andere fein. Klopapier Hero wieder der Einzige, der es hier versteht, wie es im Chat laufen sollte. Bei gewissen Szeneriewechseln. So. Ja, jetzt habe ich neue Items, aber leider nicht. Warum ist der orange? Ach, sein Leben. Kairi, bist du wieder da, Alter? Neue Spezialfähigkeit? Ach ja, Gasergriff. Das nehmen wir mal mit. Für die Schuhe. Schön Gasangriff. Ist, glaube ich, gut, um am Anfang die Map zu klären. Ach, ich probiere einfach aus. So. Oh, Rettung. Kann wieder einer von euch dabei sein? Ah, ich wollte gar nichts sagen. Ich sage gar nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr, Rule. Ich halt meine Schnauze. Amen, Akujon. Danke, Basel. Nehmen wir es als Kompliment. Auch wenn ich Opern hasse. Alter, wart ihr schon mal in der Oper? Das ist halt wirklich... Also... Ich tue mich wirklich schwer, das zu respektieren. Weil ich finde es einfach scheiße langweilig. Es ist wirklich, ich war jetzt schon zweimal in meinem Leben in der Oper. Ich glaube, innerhalb der letzten zwei Jahre zweimal. Einmal, weil ich dazu eingeladen wurde, es auszuprobieren. Normalerweise gehe ich mit dem Typ, der mich eingeladen hat, immer auf Met-Konzerte. Er wollte mal in die Oper. Okay. Kam Tamina auch mit. Dachte ich mir, ja, probieren wir aus. Aber das war so langweilig, Alter. Du warst dort. Deine Mutter dort. Naja, und beim zweiten Mal jetzt war es quasi ein Geschenk, gemeinsames. Weil einfach derjenige Opern hardcore feiert. Aber, also wirklich, das ist ja so outdated. Aber was ist denn da für ein... Gas! Gas!
Leute, was ist denn das für ein Priester? Kastrologie. Heißt jemand im Chat Kastrologie? Ist nicht im Chat. Vielleicht heißt der Charakter so und erst nach dem Level wird das. Oder Dennis, ist es nach dem Level? Wobei beim Ninja war es ja auch instant, oder? Ist er instant? Ich weiß es nicht mehr. Er ist da, er ist da. Was, wo? Ja, geil, er ist da. Gut. Nice. Sehr gut. Was kann der, was kannst du denn? 10% Chance, neue Überlebende um 2% HP zu heilen beim Töten eines Zombies. Ah, das ist ja richtig krass. Holy shit. Vor allem, wenn der da ein hohes Level hat, ist ja komplett insane. Hab ich so zwei Raketenwerfer? Oh lol, der Tag ist schon nicht voll. Oh lol, ich bin ja ganz schön weit gerannt. Hä, wo ist der? Ach, da. Oh lol. Ach du Scheiße. Heil die Leute! Okay, ich hab's jetzt überstanden. Aber da kam jetzt. Da kam jetzt kein Loot. Oder? Alter. Für jeden Dicken braucht man eigentlich zwei Raketen. Also. Oh, da kommt ein Hund schon. Ja, ich hau da mal rein. Die Ratten, also. Alter Pixel, was geht, ey? Die grünen Ratten greifen mich an. Die kommen aus den Fettmännern raus. Aber die schwarzen Ratten beschwöre ich mit diesem Item. Rattenfalle. Immer wenn ich einen Zombie kill, kriege ich eine Ratte. Die für mich fightet. So, ich hatte doch auch hier die M16 und so. Warum habe ich denn das gerade nicht? Also bin ich dumm? Hier wäre auch noch eine M16. Stufe 11. Die nehmen wir. Ja, Stufe 6 Raketenwerfer behalten wir. So, dann die Stufe 10 MP5 behalten wir, glaube ich, auch. Ja, jetzt die Frage. Ja, gut, mehr Schaden. Die ist wahrscheinlich besser als die Stufe 9. Ja, weg damit. So, jetzt haben wir richtig Zaster. Dann machen wir das. Können noch was verbessern. Die Rattenfalle verbessern wäre krass. Das wäre auch krass. Nochmal 25% mehr Schaden. Das ist eigentlich schon ziemlich strong. So, let's go. Gibt es eine maximale Anzahl an Leuten, mit denen man eine Mission machen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine maximale. Also, das Ding ist, es balanciert sich ja automatisch, weil für jeden Überlebenden, den man hat, verbraucht man einen Apfel pro Tag. Wenn ich jetzt 10 Überlebende habe, verbrauche ich jeden Tag 10 Äpfel. Das kriege ich kaum rein. Dann müsste ich jeden Tag gezielt Missionen machen, wo ich richtig viel Nahrung kriege. Aber dadurch, dass ihr das abstimmt, jetzt macht ihr schon wieder eine Rettung. Da kriege ich dann den 5. hoffentlich. Dann verbrauche ich 5 Nahrung jeden Tag. Das ist schon... Aber das müsst ihr dann halt handeln. Ich kann nicht... Alter, der Bus hat gerade einen überfahren. Und deswegen habe ich eine Ratte bekommen. Lol, was ist denn das für ein Clown? Gott! Achso, nee, jetzt! Alter. Rip? Hehe. Die schwarzen Ratten sind meine, die greifen die Zombies an. Geil, hat Äpfel gegeben. So, wer ist das? Latz... Lazrael
6167, Alter. Verschreckt jede 30 Sekunden alle Zombies in der Nähe. So, bist du da? Platzreihe 6167. Jetzt sagt ihr wieder, es nicht im Chat, aber gleich ist er dann doch da. Jetzt haben wir schon eine gute Truppe. Alter, blau-rot. Nice. Tipp. Enttäuschend. Alter, gab das Items. Holy shit. Okay, da hat er gerade alle Zombies verschreckt. Das ist natürlich witzig. Sekunden. Easy peasy. Alter, lila eine AK. Geil, jetzt muss ich den Kopierer anschmeißen. Und upgraden. Weil lila eine AK ist crazy. So, start schon mal Motor. Hier nochmal alles. Ich werde mal den Priest, glaube ich, leveln, oder? Weil jetzt gerade muss ich echt gucken, dass ich genug Äpfel habe. Die ganze Map jetzt hier schon. Tatsache. Also, Kaffee ist halt broken. Ich suche alle ungeplünderten Autos. Irgendwo müssen ja noch Autos sein, die blinken. Ich glaube, ich werde hier auf der offenen Fläche noch jetzt ein bisschen leveln. Ja, der Rattenkrieg. Krieg der Ratten. Sehr gut. Ja, einiges. Einiges. Okay, rein. Reingehauen. Wer ist das denn? Erstklassiger Marathonläufer. Versuch nicht, sie zu überholen. Ach du Scheiße, sie sind einfach ultra schnell, oder was? Ja, warum kommen da keine Ratten? Skill Tree Skill? Die passiert automatisch. So, ich brauche jetzt Kopierer. Wie machen wir das? Also. Die macht 35 Schaden, die macht 39 Schaden. So. Stufe 11. Bruder. Die macht 48 Schaden, die macht 21. Ich glaube, die ist immer noch gut. Oder ich nehme auch die, einfach weil die mehr Reichweite hat. Oder hier eine... Nee, machen wir so. Okay. Zusätzlich steigt dein höchster Überlebender eine Stufe auf. Das ist ja auch krass. Ja, ich upgrade das mal. Und weiter geht's. Alter, noch eine Rettung, ey. Brauchen Nahrung, Jungs und Damen. Ja, ihr macht es. Ihr macht es. Kaffee!
Hallo, Alex, was geht? Habe ich dich im Vote-Spam entdeckt? Leben alles. So, ab was haben wir denn jetzt? Das habe ich nie aufgepasst. Ah, Burgerladen. Okay. So. Kartenstück. Aha. Ja, kommt der jetzt mal? Ah, das ist so ein Grab-Vieh. Okay. Gas! Alter. Und Items! Das deckt auch die Map auf. Das ist ganz nice. Okay. So. Oh, da ist ein Marathonläufer. Tot. Und fährt die Zombies, ist schon. Schon nice. So, hier ist cleared. Der Priest heilt halt, glaube ich, echt gut durch. So. Das ist eine Barrikade. Oh, weg. Da liegen noch Items. Diese Marathonläufer, die können, glaube ich, später richtig gefährlich werden. Wenn es davon so richtig Massen gibt. Also ist ja später so. Boah. Ich muss unbedingt wegen Papier ausrüsten, habe ich vergessen. Es gibt auch ein Item, was immer die Stufe deiner Waffen pro Runde erhöht. Das ist halt richtig insane. Luftangriff Notfall. Während der nächsten 10 Sekunden haben Luftangriffe keine Abklingzeit. Seismograph. Jeder Luftschlag fügt ebenfalls jedem Zombie in der Stadt einen Schaden zu. Dann eine lilane M16. Das ist auch ziemlich gut. Ja, aber ich glaube, ich spare jetzt... Tatsächlich, da war jetzt nichts, wo ich sage, must have. Deswegen spare ich lieber. Und guck, dass ich mehr Item-Slots freischalte. Ich wusste gar nicht, dass du auf Twitch warst. Ja, seit 6 Jahren. Alter, die Marathonläufer. Holy shit. Die teleportieren sich ja jetzt in einen rein. What the fuck? Wie fast waren die denn? Okay. Den noch. Oh mein Gott. Ja, da hat der Raketenwerfer gerade gefehlt. Holy shit. Leveln. Die Ratten halten die auch echt gut ab, glaube ich. So, rein in die Kutsche. Tschüss. Doppelklang. Warum ist der... Hä, doch, ich hatte den Burgerladen gelootet. Hab den zerstört, den Boss gemacht. Und mit einem den Burgerladen gelootet. Und dann bin ich weitergegangen. Mit den anderen schon mal. So, Alter, Stufe 12 Raketenwerfer. Ehre. Schmackhaft. Stufe 9 Raketen, genau. Als 2 Raketenwerfer auch sehr nice. Doppelklang. 48, 35. Ja, machen wir so. So. Rest wird verkauft. Jawohl. Kopierer. Was würde das bringen? 42, dann könnte ich den verbessern. Mache ich. Ehre. Ah, okay. Das ist jetzt keine Mission.
sondern so ein Zwischending, könnt ihr ja lesen. Das ist ja ein gutes soziales Experiment, ne? Hallo Tim, kannst du mir bitte einen Kaffee bringen? Danke. Wollen wir hier keine Pause machen. So, was habt ihr jetzt gewählt? Nahrung, wa? Gut. Tim ist nicht Praktikant, nee. Okay. Okay. Müsst ihr wissen, ne? Die Farben sind quasi Schwierigkeitsgrad grob. Also es ist Gefahren. Gefahrenlevel? Kann das sein? Ich glaube nicht. So. Oh lol. Wir machen erstmal hier die Bürgerbude. So. Gas! Oh fuck! Hä, als ob der noch mehr Leben hat. Warum geht der immer auf? Rip, Rip Henno. Okay. Alter, wie brutal sind die denn? Vor allem zwei. Der darf echt nicht so nah rankommen. Gutkeiten. Der hatte keine zwei Dingens. So, jetzt Burgerladen. Weg da. Ja, aber wieder vier Leute zu haben, ist gar nicht so schlimm. Weil wir jetzt einfach wieder weniger Äpfel verbrauchen. So. Die habe ich eben abgebrochen, seid ihr euch sicher? Vielleicht bin ich einfach nur mit dem Bild schon weiter. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er rausgekommen ist und noch Schrott und so gegeben hat. Ja. Aber vielleicht war ich auch vercheckt. So. Guck mal hier unten lang. So, jetzt Nacht. Welche Waffe hat denn Henno? Hatte der die AK? Das wäre ein bisschen bitter. Also ein Marathonläufer. Wird aber auch brutal aufgehalten von den Ratten. Die mutieren sich halt wirklich in den Rhein. Wir auch mal rein. Es kann halt super schnell gehen, dass einer stirbt. So wirklich so batz tot, weißt du? Tim hat ein Gift zurückgeschickt. Er hat Keck W geschickt. Er wird gefeuert. So. Was haben wir hier noch? Oscars. Was habe ich denn alles an Item bekommen? Ich brauche unbedingt Keck W im Chat, Alter. Kann das ein Mod kurz machen? Teichente? Kannst du kurz... Keck W ist halt wirklich wichtig.
Ah, Nebel09 ist gestorben, ja. So. Alter, die Schrotflinten. Ja, die muss ich auschecken. Erhöhte Reich. Okay. Boah. Die sind even. Sind die gleichen. Die wurde gerade kopiert. Lol. Ja, werfe ich jetzt die Raketenwerfer über Bord? Ja, einen Raketenwerfer behalte ich, den fetten. Den behalte ich. Ich probiere das aus. So, ich würde jetzt mal den Priest tatsächlich leveln. Weil der Priest heilt halt brutal. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, es wäre besser. Also, mit dem Raketenwerfer ist es so, immer wenn er schießt, safe werden Leute geheilt. Weil es ist ja für jeden gekillten Zombie. Wenn der Raketenwerfer einmal ballert, allein die Ratten, ist sofort heal. Wenn er jetzt aber zum Beispiel eine AK hat oder so. Nee, ich glaube, mit Raketenwerfer ist es am besten. So. Dann werden jetzt Ratten noch verbessert. Ja. Achso, Sachen verkaufen. Dann verbessern wir den hier einfach noch, den Loot-Scan, denke ich. Gucken wir mal. Ja, da muss ich hier ausgucken. So, rein. Ach. Eine seltene Waffe ist, glaube ich, blau. Nur, dass ihr das wisst. Also eine blaue Waffe. Ich muss mich mal sehr zurückhalten, hier nichts zu sagen. Alle zwei Level up, I guess. Das heißt, er hielt jetzt 14 pro... Alter. Das ist ja disgusting, wenn ich das jetzt... Alter. Alter, der Priest ist ja ultra gut, ey. Holy shit. Und der minus eine Sekunde pro Level. Das kann auch richtig eskalieren. Stell dir vor, du hast nur einen Nahkämpfer-Squad. So nur Schrotflinten, Nahkampfwaffen, so Katana. Und den Clown hast du einfach auf Level 40 oder so. Und alle... Also andauernd fährt der nahe Zombies weg. Wäre auch ziemlich sick. Okay, gehen wir ins nächste Level. Ja, der Priest mit Gatling Gun wäre echt insane. Ich glaube schon, Raketenwerfer ist auch besser als Granatenwerfer auf ihm, würde ich schon sagen. Ja. Oder? Schwer zu sagen. Ich muss mir mehr die Sachen einprägen. Ich glaube, das war jetzt... Was war das? Krankenhaus? Muss ja auch danach suchen. So, wir aktivieren direkt das Gas. Oh, lol. Das war falsch. Jetzt sind ja auch noch mal überall Ratten. Das ist halt richtig insane. Die Ratten machen einfach alle noch fertig hier. Minigun. Ehrengun. Hawk. Geil, Alter. Und noch eine lilane Schrotflinte. Gehen wir mal nach oben.
Geil. Apfelbaum. Alter, ist die Map klein. Okay, dann gucken wir jetzt mal ungeplünderte Autos. Wo blinkt es? Markierte Häuser. Da ist ein Auto und da ist ein Haus. Geil. Map durch, wir haben noch 15 Sekunden. Ey, Kaffee ist einfach wirklich zu broken. Der carried das so hart. Wir spielen übrigens auf Medium, ne? Spielt hier irgendwie easy. Was war das? Die blauen Zahlen, was war das? Ah, die Schrot sind tatsächlich ganz gut gegen die Ratten. Habe ich den Eindruck. Oder? Gibt es eigentlich für eine tote Ratte auch eine... Ne, dafür gibt es, glaube ich... Ne, stimmt, für jeden getöteten Zombie. So, jetzt warten wir. Bisschen Farm. Hielt einfach alles hoch. Oder? Nee, so gut tut mir gar nicht. Hier jetzt extra mal selber nicht. Ich hau mal rein. Ist besser. So. Das. Ach, blau ist das vom Clown. Ah. Die Map war komplett OP. Ich stream auf jeden Fall generell Stronger Crusader noch, ja. Also generell in Zukunft, ja. Ja, am Ende gab es noch einen lila Schrot. So, jetzt der Priest kriegt die Minigun. Stufe 9 leider nur. Sehr schnell. Erhöhter Schaden, wenn Ziel unter 50% leben. So, was haben wir noch? Die Schrot wurde wieder kopiert. Ja, aber die Schrot, die ich habe, sind in der Stufe 13. Also die müssen schon... Ist halt die Frage wert, ob 20 Schrott jetzt worth sind. Auf potenziell geilere Waffen. Ich glaube, das klappt nicht, aber... Ich bin hier, Tim. Oh, danke. Ja, gerne. Tschüss, Tim. Willst du winken? Tschüss. Ja, war eine coole Aktion. Ja, seht ihr, ich habe meinen Kaffee. Und wisst ihr wieso? Weil ich jetzt nochmal ein trauriges Smiley geschrieben hatte. Ja, wir sind alle große Fans von Greenscreens. X-Faktor, das Unfassbare. Warum haben wir keinen Cake W? Sorry, aber mal kurz Fenstermodus, dann habt ihr die Mucke. Lebensbalkenmodus. Kamera-Shake brauchen wir nicht. Zielindikatoren. Ich sehe das gerade hier. Wieso muss ich das einstellen? Teich Ende, bist du da? Rave Lux, Alter. Seid ihr da? Ja, Effekte kamen mir ein bisschen laut vor, ne? Das ist immer... Mach mal so. Ich muss Cake W aktivieren. Es kann ja nicht sein, dass ich ja kein Cake W habe, ey. Oh, lol. Wieso habe ich denn... Geht nicht Spielaufnahme? Doch, wieso habe ich denn hier Bildschirmaufnahme davor? Lol.
Zack. Ist das Game komplett durch oder wird daran noch gearbeitet? Das ist jetzt gerade erst vor einer Woche aus dem Early Access. Also, und seitdem kamen, glaube ich, auch schon drei. Also ich habe gesehen, dass ich in Steam das ab und zu patchen musste. So. Ich schreibe mal kurz in Mods. Geil. Wird erledigt. Ehre. So. Gut. Ich bin super gespannt auf die Minigun. Die hatte ich tatsächlich noch nie. Ja, scheiß auf die Level 14 LMG. Scheiß auf die. Nahrung hält noch 2 Tage. Ich würde sagen, wir gehen rein. Oh, das ist alles gar nicht so gut für uns tatsächlich. Alter, vor allem... Ja... Na, ich weiß ja nicht. Müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen. So. Jetzt wird hier erstmal geheilt. Okay, ein bisschen lauter geht schon. Alter, die... Er knattert hier lang, ey. Sieht schon sehr geil aus. Alter, die Ratten überrennen die einfach. Das ist ja insane. Geil. Ja, eine Uzi. Warum geht denn immer der mit der... mit der Minigun ins Haus, Alter? Nice. Oh, lilanes Messer. So. Jetzt gucken wir mal wieder hier. Der ist auf 199. Hier hat der alle nur nicht sich selber nicht? Er hielt ja gar nicht. Also auch den... Hier, 239er hielt der nicht. Warum nicht? Hey, da passiert nichts. Ist der verbuggt? Gas! Ist der verbuggt? Aber er muss doch Kills bekommen. Also, ich habe jetzt auch echt länger geguckt. Achso, gibt es hier Bäume? Der heilt nicht. Er heilt nicht. Hör, du kannst ja erzählen, dass der keine Kills macht. Warte, man kann ja mal auf seine EP-Leiste achten. Scheiße. Ich darf jetzt auch nicht zu sehr mich hier... Ich habe jetzt mal selber geheilt, weil sonst wird es hier schwierig. Ja, sonst wird es schwierig. Okay. Hier wird nicht... Also irgendwie... Ist der buggy? Ja, ja, kann ja sein, dass er nur die anderen heilt, aber selbst ein anderer, auf den habe ich auch geachtet. Okay, Leute. Wir achten mal gleich auf die EP.
am Anfang des Levels. Und dann achten wir einfach mal, wie viel er healt. Weil es kann sein, dass er mit der Minigun, die macht 9 Schaden. Okay, Minigun ist einfach auf ihn richtig bad. Sniper wäre auch heftig mit ihm. Bin ich ehrlich, aber da ist ein Level 16 Raketenwerfer. Ey, Sniper wurde auch gedoppelt. Ja, das ist, Alter, sogar mit höherer Nachladegeschwindigkeit, das ist natürlich insane. Ja, ist die denn überhaupt gut? Also... Ein Doppelklang. Hallo, Crynoster, Alter. Aber wir haben nur 8 Äpfel. Ich glaube, die AK kam ausgewechselt. Ich aus Interesse gucke ich mir mal eine der Sniper an. Mehr Schaden, Kugeln durchschlagen Gegner mit 100% Wahrscheinlichkeit. Ist das sonst nicht so bei der Sniper? Und nochmal mehr Schaden, Alter. Ist eigentlich ganz gut. Oh, lecker. Einen mit Sniper dabei zu haben, wegen Boss-Zombies, ist das knallt schon ziemlich gut. Ah. 2 Raketenwerfer wäre halt auch Sahne. Ich habe jetzt eh nur noch eine Schrot. 2 Raketenwerfer macht so Bock. Ich sag euch das. Amena. Erstmal alle Grauen weg. Ja, Sniper, den Priest, ist, glaube ich, richtig bad. Ist die Minigun so scheiße? Ich meine nur 9 Schaden, aber 30 Angriffe die Sekunde. Bedeutet, 30 mal 9, also 9, 18, 7, 270 DPS. Das ist halt... Ich glaube nicht, dass wir die rausnehmen sollten. Die ist halt nicht gut zum Healen. Aber. Student aller. Was ist los? War doch richtig. So. Ach, so ein Messer Stufe 13 Epic muss auch der Wahnsinn sein. Ja. Alter, ich habe so viel Zeug. Was habe ich denn hier noch? Heiliges Kreuz. 10%, wenn ein Überlebender stirbt, ihn stattdessen mit Vollleben wieder zu beleben. Nur einmal pro Karte. Chance wird auf 25% erhöht. Ja gut, aber... Was habe ich denn hier noch so? Alter. Das könnte ich auch Spaß hier noch machen. Komm. Das war schon gut. Mit vollem Leben, ey. Schwöre. Ich kann nur 3? Ich dachte, ich könnte mehr. Blitzsturm und Gas wäre halt auch krass, um die Map zu clearen. Aber es gibt halt... Das Problem ist auch mit dem Gas. Es gibt halt keine EP. Jo, geupgradet, lässt doppelt so viel Bomben fallen. Aber du kannst halt die ganze Karte erstmal looten. Und EP-Farmen kannst du eigentlich, wenn es Nacht wird. Ja, dann scheiß drauf, Alter. Na, EP brauchst du nicht. Ein seltener Schatzzombie. Viele Äpfelbäume plündern. Ja, müsst ihr wissen. Ist jetzt auf Medium erstmal, weil ich habe den Stream mit schwer gestartet und habe das Spiel nicht erklärt, weil ich dachte, das kennen doch alle vom letzten Mal. Das war sehr schlecht für den Anfang auf schwer mit meinem Level. Was machen wir dann? So, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Ich mache erstmal einen Gasangriff. Alter, jetzt bin ich gespannt. Doppelt so viel Bomben. Alter, wie riesig ist die Map? So, jetzt können wir theoretisch mal gucken. Aha.
Wisst ihr? So, jetzt könnte ich nochmal mit ihm healen. Also, er ist bei... Wird leider nicht angezeigt, aber... Bei ziemlich genau der Hälfte. So, da sind auch Leute gedamaged. Es gibt keine Zombies mehr, ne? 224 und 228. Es hat eine 10% Chance bei jedem getöteten Zombie. Mit einem Raketenwerferschuss ballert der doch mehrere weg. Ja, jetzt hat's geheilt. Tatsache. Okay, vielleicht killen die es immer vorher. Mit, der AK und so, der LMG. I don't know. Aber er bekommt auch wenig EP. Also ist jetzt, er killt nicht so viel gerade. Die Map wurde halt krass geklärt. Also das ist halt echt. So, warte mal. Jetzt stellen wir uns mal hier hin und decken mal auf. Okay, Alter. Guck mal ran hier. Den bekommt, glaube ich, der Priest, Alter. So, es gibt Äpfelbäume. Die müssen wir jetzt alle looten. 5 Stück. Das ist sehr nice. Einer fehlt noch. Okay. Oh, jetzt schon Nacht? Na gut. Wir machen Safety first, starten Motor und gehen schon mal nach hier unten. Dann wird jetzt hier ein bisschen gelevelt. Die Ratten sind halt echt auch ziemlich gut so zum Deffen. Auch gegen die Hunde und so, weil einfach überall Ratten jetzt sind. Und mittlerweile sind es auch gar nicht mehr so viel dicker, habe ich das Gefühl. Alter. Wir gehen mal Richtung Auto. Jetzt gucken wir mal, ob er hielt, wenn er da reinrotzt. Ich glaube, es ist... Ich glaube, AOE zählt nicht. Meine Theorie ist... Meine Theorie ist, dass wenn er mit einem Raketenwerferschuss mehrere Zombies killt, dass es nicht zählt. Also so wie ich das... Ach du Scheiße. Er war zu oft im Fitnessstudio. Jetzt willst du wirklich nicht geschlagen werden. Bringe deine größten Waffen, die du hast. Okay, Bruder. Gab jetzt ein paar Äpfel. Ich... Alter. Alter, wie viel Schrotflinten? Der dupliziert... Dupliziert dir die ganze Zeit die Schrotflinten, ey. War einfach nur mehr Schaden. Okay. 0,8 Angriffe pro Sekunde. 0,5 Angriffe pro Sekunde. Radius deutlich weniger. Achso, wird das oben schon mit einberechnet in den Schaden? Ja. Wo muss ich das Game kaufen, um dich zu supporten? Gar nicht. Also, das, wenn ihr das Spiel irgendwo kauft, supportet mich das nicht. Letzte Woche. Nee. Scheiße, kann man das jemand aus dem Bot rausnehmen? Das war vorletzte Woche. Vorletzte Woche hatte ich einen Werbestream für das Spiel, aber das Game macht so viel Bock, dass ich jetzt dachte, wir zocken das weiter. Ich hab's auch privat weitergezockt, das ist halt wirklich einfach nur nice. Du bist zu spät. Verstehst du das? So, das wäre der schlechtere, ne? Stufe 12.
Stufe 16. Gut. So. Ich verkaufe erstmal alle Grauen. Weg. Brauche mir Übersicht. Wie viel Schrotflinten? Ich glaube jetzt, dass die, weil die Fitness-Typen da sind, sollte ich einen Sniper mitnehmen. Weil das One-Tap die vielleicht, weiß ich nicht. Mal gucken. So, und den Rest verkaufe ich. Vielleicht nicht alles. Egal. Gut. Ey, wir haben echt scheiße viel Credits. Wir bräuchten Automaten. Oh. Das war jetzt. Das war nicht beabsichtigt. Aber ist ja auch sehr einleuchtend. Zumal jetzt Lagerhaus und Plündern. Supermarkt bringt halt auch am meisten Äpfel, also. Wir hatten übrigens jetzt in dem Run weder Bus noch Drop, oder? Hatten wir nicht einmal. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Dicke da rumlaufen. Also richtig, die Schränke. So, erstmal ein bisschen Bomben. Decken wir mal auf. Aha. Was hat er so viel Schaden bekommen? Er ist RIP! Hör auf! What? Der Dicke hat den... Leute, er schießt... Da kommt der nächste Dicke. Als ob die so stark sind. Oh, der lädt die LMG nach hier. Ach, der ist noch im Laden da drin? Alter, ich habe nur 3 Leute. Pflaster. Okay, holy shit. Nee. Also Essenspaket nehmen wir mit. Der ist scheiße. Inferno. Aha. Fahrradhelm. Mehr Lebenspunkte. Schlüssel. Essenspaket kaufe ich, wenn ich hier alle Automaten durch habe. Drohne, sehr nice. Drohne ist tatsächlich sehr nice. Die würde ich mitnehmen. Alter, da kommt wieder ein Dicker. Frostangriff. Lässt mehrere Frostbomben auf der Karte fallen. Ja, gut. Ich glaube, das Gas, so. Okay. Oh, shit. Okay, er hat den aber gelöscht. Also, ziemlich gelöscht. Uff. Hallo! Alter! Er ist halt auch komplett RIP jetzt gleich. Mit 2 Leuten ist das hier, glaube ich... Sehr schwer zu clearen. RIP. Hahaha. RIP. Okay, ich habe die Dicken komplett unterschätzt. Muss man aber auch sagen. Oh, die ist auch RIP. Priesterleben. Man macht die weg, lad doch nicht nach. Du schießt da unten nach Mecklenburg, Alter. Mecklenburg liegt gar nicht unten. Ja gut, also... That is over.
Kann die Fliege sich verpissen? Ich smack die weg. Ja. Schwund hast du immer, hast ja recht, Warlord. Aller. So, wir lebten jetzt hier noch. Gastrologie. Bist du noch da? Neue Waffe, cool. Alter, Alter. Ich nehme die sogar. Ja. Wie fühlst du dich? Denkst du, bist der Aufgabe gewachsen? Kopierer kannst du jetzt in den Arsch stecken? Gib eine Drohne. Oh, wobei. Locker. Nice. Okay. Ja. Gut, das war auch das einzig Richtige. Ich bin stolz auf euch. Wer jetzt nicht für Rettung gewotet hat, der steht auf Schmerzen. Ich weiß gar nicht, wie er allein die Dicken clearen möchte. Mit Gas. Guck mal, geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. So, wo? Wo rette ich? Alter, ist das ein riesiges Level. Ja, als ob doppelt so... Okay, hier wurde ein bisschen gebombt. Da steht Help. Da muss ich hin, nach links. Gut. Erstmal nachladen, ne? Immer mit der Ruhe. Hä, jetzt wurde er gerade von der Drohne geheilt. Ja, gut. Wie komme ich da hin? Okay. Wir sprinten mal hin. Ist das ein Baby? Ich platz instant, doch nicht. Okay. Das Baby hat eine Axt. Jo. Baragubaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bist du da? Bist du da? Du bist jetzt eine wichtige Verstärkung für die Mannschaft. Nicht da? Alter, die Dicken zerstören mich. Ich muss jetzt echt gucken, wie ich das jetzt überhaupt mache. Weil, ne, ihr versteht. Der hat eine Axt, also... Ich gehe jetzt zurück zum Auto. Weil... ich werde das nicht schaffen zum Auto, glaube ich. Warte mal, ich muss jetzt hier die Dings jetzt hier machen. Mein Gott! Der geht ins Haus! Geil. Na gut. Au, feier. Boah, Alter, wie viel Level ich mache. Also in Dingens hier. Wie heißt der Baum? Na gut. Wie weit kamen wir hier? Tag 16. Machen. Ja, aber... Okay. So, Agent. Was? 0,1% Chance, einen Luftangriff bei einem Angriff auszulösen? Das ist witzig. Mülleimer. Zombies können beim Tod zusätzlich Schrott fallen lassen. Anführer Geschwindigkeitsbuff. Cool. Zahnpasta. Ah, okay. Pirat. Auf manchen Missionen können versteckte Schätze gefunden werden. Enthalten mehr Belohnungen, je höher das Level. Teleportiert alle Überlebenden zum Bus. Das ist ja insane.
Automatisches Scharfschützengewehr, das wird, glaube ich, witzig. Tageszeitung. Du kannst aus mehr Missionen wählen. Well. Okay, wollen wir dann jetzt mal schwer machen? Der Agent braucht die Minigun. Ist es, wenn er Schaden macht oder wenn er jemanden tötet? Halten wir mal jetzt schwer. Ne, bei einem Angriff. Alter, der mit Minigun. Aber der Luftangriff damagt der auch Verbündete? Weil eigentlich ja schon. Na gut, wir leveln auf jeden Fall den Baum weiter. So, Henno wieder am Leben. Ah, okay, aber der Anführer-Buff betrifft nur... Also er hat nur den einen Anführer-Buff pro Skilltree. Ja, bei Kriegsding ist es ja... Macht mehr Schaden oder so? Ne, was war das nochmal? Mehr Leben? Weiß ich jetzt nicht. Animalf, bist du da? Klopapier-Hero ist einfach mein Hero. Bin ich ehrlich. Animalf! Gut, wir starten mal. Da ist er. Alter, unlucky me sub. Uff. Ja, da ist natürlich die Wahl sehr schwer. Ich sag mal, nach der Abstimmung, was in Bezug auf Größe. Also kleinere Maps sind besser, weil die schneller geklärt sind dann. Aber wenn man Kaffee hat, sind wahrscheinlich größere Maps besser. So. Waffen. So. Es ist jetzt übrigens schwer. Ich habe wieder nicht geguckt, was das heißt. Weißt du das wer? Also was genau bedeutet schwer? Halten die mehr aus? Offensichtlich. Hospital. Okay. Stich die ab. Was hat das jetzt gebracht? Hä? Alter. Oh, Äpfel. Kann ich jetzt noch ein bisschen leveln? Mit Messer und einer Pistole geht das halt auch nicht, ne? Na gut, let's go. Mehr Leben und mehr Schaden. Die Zombies, ja? Ein geiler Stream, einen Kaffee und eine Pizza. So muss das Leben sein. Gönn dir. Raijin. Alter. Oh, geil. Waren ein paar Waffen dabei. Nice. Nice, sehr, très bien, très bien. Und der Revolver. Ja, aber das spare ich mir lieber. Wobei, ich habe nichts gefunden, ne? Aber ich könnte den... Was ist denn, wenn mehrere Gegenstände in höchsten Seltenheitsstufe, die höchste Seltenheitsstufe haben? Ist das dann random? Weil zwei LMGs wären schon geil. Oh, ich mach's mal. Ich habe gerade eh keinen anderen Nutzen. Ist das dein Lieblingspulli?
Alter, weißt du, über sowas, also generell, ne? Ich mache mir über sowas überhaupt gar keine Gedanken. Ich habe auch nur ein paar Schuhe. Nee, gar nicht. Zwei jetzt. Aber auch nur, weil mein letztes Paar Schuhe, was ich mir gekauft habe, für den krassen Sommer mit wieder über weit über 30 Grad einfach zu heiß waren. Brauchte ich dünnere Schuhe. Aber ich habe halt seit Jahren immer nur ein Paar. Ich habe immer nur... Nee, Jacken habe ich jetzt tatsächlich... Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe da nicht so viel drauf. Ich mag den Pulli, weil ich mag viele Pullis von mir. Also, ne? Wie geht denn er hier hin, Alter? Oh, er lässt krachen. Das ist schon sehr gut auf der zweiten Mission, so eine Waffe. Was war das jetzt eigentlich für eine Mission? Scheiße, Alter. Alter, ey, du kommst nicht gegen an. Ist so heftig. Muss aber auch die Map entdecken. Gibt Apfelbäume. Also man kommt irgendwie kaum voran. Aber man muss die Map aufdecken, sonst ist man im Longterm voll im Ass. Verstehe, wie ich meine. Okay, den brauche ich aber. Rein. Oh, ich weiß nicht. Nee, Abbruch. Abbruch. Hallo. Es ist manchmal, also jetzt Real Talk, es ist manchmal sehr schwer, wenn die Leute erstmal in einem Gebäude sind, die da wieder rauszukriegen. Weil die Steuerung ist halt so, wenn man einen Linksklick macht, rennen die dahin. Die brauche ich. Ja, war ein bisschen greedy. Wenn man Linksklick macht, rennen die Leute dahin. So, und ich spam das halt die ganze Zeit. Und ich komme die ganze Zeit, habt ihr ja auch schon ein paar Mal jetzt mitbekommen, dass ich auf irgendein Gebäude komme und die irgendwo hingehen, wo ich es gar nicht will. Ja, und dann, wenn die drin sind, dann gerade bei so einer kleinen Box, du musst genau draufklicken, damit der die wieder in Ruhe lässt. So, schwer. Achso, warte mal, jetzt können wir mal gucken. Gut, steht nicht. So, was ist hier der Anführerbonus? Ah ja, der wird ja auch immer besser. Nachladegeschwindigkeit und kritische Trefferchance. Na gut. So. Mal schnell den Tim-Sub umgebracht, jo. Maoksu. Maoksu. Wie nennt ihr euch alle, Alter? Da war ja Barack Obama noch am besten. Maoksu, bist du da? Nö. Forgen Mreeman. Boner Alert. Gut. Starten wir auf schwer. Bitteschön. Ganz vergessen, dass du keine Reset-Subs vorliest, angepisster Smiley. Ich lese generell keine Subs vor. Doppelklang. Ist aber echt schon lange jetzt so, ne? Also. Und es gibt dafür auch einen Grund. Wisst ihr doch, oder? Dafür gibt's doch sogar hier ein Dings. Arroganz der Grund. Siehst du? Ist doch selbstverständlich. Na! Ein Chat-Command, Alter. Ein Chat-Command gibt's doch dafür. So. Juhu. Das ist halt auf Stufe 1 echt geil, ne? Aber wir haben dazugelernt. Scheiße. Ich komme noch nie dran. Alles abstechen. Schnell!
Die Nummer 3. Und durch. Boah. Ehre. So. Jetzt plündern. Haben wir was zum Plündern? Scheiße, Alter. Ich muss jetzt aufpassen, weil ich habe jetzt nicht mehr einen Speedbuff. Ich habe nur eine Pistole. Was ist los? Da bin ich auch verpasst. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wie die heißen. Nairuk? Ah ja, Nairuk. Ja, und Maux. Maux. Maoxo und Nairuk. Alter. Ich habe gerade geguckt, ob das rückwärts irgendwas heißt, aber auch nicht. Der Kekwe wurde eigentlich jetzt bearbeitet, aber... Alter, wie soll ich mich da wieder hocharbeiten? Hallo, hier ist der ja. Oh, ich bin dumm. Ja, ich hau rein. Ganz vergessen. Nairuk, bist du da? Ich hab keinen Schrott. Ach du Scheiße. Meine Mom heißt Olga. Ja, Glückwunsch, Alter. Keiner weiß den Command? Ey, doch, meine Mods müssen das so wissen. Oder nicht? Ich weiß den auch nicht. Meine Mods posten das immer, wenn die Diskussion aufkommt. Mit den Alerts. Da kommt dann immer so ein Clip. Keine Ahnung, ja stimmt, du bist ja neu. Irgendwie sind heute generell wenig Mods da, ne? Oder? Nein, muss keiner Sub sein, um hier mitzumachen. Das ist automatisch aus alle Leute, die im Twitch-Chat sind, haben da eine Chance drauf. Deichkind, du musst das doch wissen! Oder hast du... Du kannst auch die Liste mit den ganzen Commands einsehen. Alter. Ah, du guckst gerade nach, ja? Mann, das muss doch wie aus der Pistole geschossen kommen. Alter, ich brauche eine Waffe, bitte. Er sticht da alle mit dem Messer ab. Ey, da funkelt's immer noch. Ah, ist ein Auto hinter. Ich schaff niemals mit Messer den Supermarkt. Ich schaff noch nicht mal die normalen die... Schwer, Alter. Oh, schwer. Probiert mal durch. Ausrufezeichen, Donate, Alerts, Ausrufezeichen, Subs, Ausrufezeichen. Ne? Da! Wer war's? Ja, jetzt wissen wir nicht, was war, ne? Alerts? Cool. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was es ist. Alerts wahrscheinlich. Ja, der hat einen Cooldown. Wie viel Schrott habe ich denn jetzt? 30. Ja, damit kann ich zumindest den Sniper verbessern. Nee. Es gibt kein, das ist hier kein Placement gerade. Also, ihr könnt euch das Spiel gerne holen auf Steam, aber... Bursi, ey. Ja, vielleicht, ja. Aber jetzt erstmal die Sniper. Man muss auch ein bisschen tryharden, Bursi, nicht immer gleich das Handtuch schmeißen nach dem dritten Tag.
hast ja recht, mir macht am Medium auch gerade mehr Spaß. Alter. Okay. So. Da muss ich mal wieder persönlich bannen. Washington. Oh Mann. Message deleted? Warum Message deleted? Musste bannen, Junge. Ey, was ist denn das für eine Art? Kommt ihr in den Chat nur, um zu sagen, dass das Spiel das langweiligste ist, was er je gesehen hat? Dann geh doch. Also selbst wenn... Ja, ist ja okay, aber... Zwingt dich ja niemand hier... das zu schauen. Hä? Kann doch... Ne? Wie destruktiv. Nur weil er keinen Spaß daran hat, brauchst du nicht den anderen versauen, indem er hier groß und breit das erzählt. Wie scheiße langweilig dieses Spiel ist, Alter. Das Spiel ist phänomenal. So. Hier oben ist irgendwas. Ja, mit dem Sniper geht es jetzt ein bisschen voran. Geil, das ist sehr gut. Oh, das ist irgendein kleines Mädel. Hoffe, die hat eine gute Waffe dabei. Ich bete. Mit dieser Pistole ist so armselig. Luki for fun, Bot Master. Was, Alter? Bist du da, Luki for Fun, Botmaster? Nicht da? Er muss ja dann wirklich in dem Moment aus dem Chat gelieft sein, oder? Luki for Fun, Botmaster. So. Aber eine Schrot. Ich glaube, jetzt geht's aufwärts. Bin ich fest überzeugt. Was ist denn ihre Fähigkeit? Heilt alle anderen Überlebenden vollständig, wenn sie ein Level aufsteigt. Ja, gut. Okay. Das Ding ist, man müsste das Spiel halt mal gewinnen, finde ich. Also, ne? Und dann, wenn man gewinnt... Also, das Ding heilt, oder? Nee. Und wenn man gewinnt, kann man dann die Schwierigkeitsstufe höher machen, oder? Okay, Leute, ihr merkt, auf schwer ist es sehr zäh. Und natürlich habe ich ein Ego. Ja, ich will das auf schwer spielen, aber... Es ist halt scheiß zum Gucken, oder? Wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder... Guck mal, ich streame jetzt noch 1,5 Stunden. Ich glaube, in 1,5 Stunden kann man das Spiel durchspielen. Auf easy. Könnten wir machen. Wir können aber auch auf Medium gehen. Und einfach ein bisschen normal zocken. Und ein bisschen tryen, wie weit man kommt. Oder... Wir spielen eine Mission Stronger Crusader. Wir machen Strawpoll, Alter. Ihr bestimmt den Content. Woo! Mods, ihr seid gefragt. Guck mal, ich habe hier so ein Close-Up, ey. Mods, ihr seid gefragt. Steht da? Geil. Guck mal, da ist Deichkind schnell. So, ich bin für... Ich sag nicht, wofür ich bin. Ist das auch so live im Chat? Nee, ne, doch. Ja, ich habe hier das über OBS. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob dieses Oda Stronghold fair war, weil würde man alle Stimmen... von Medium, Easy und Schwer summieren, wäre es wahrscheinlich
mehr, sprich mehr Leute wollen eigentlich Deadly Days sehen. Versteht ihr? Versteht ihr das, was ich meine? Okay, Neuwahlen, Leute. Neuwahlen! Jetzt, wir stimmen jetzt erstmal ab, ob Deadly Days oder Stronghold. Allgemein. Und danach stimmen wir ab, was in Deadly Days. Es bringt nichts, wenn ihr es schreibt. Ihr wählt gleich über einen Link, ihr Lappen. Deichkind! Danke! So, ich stimme auch ab. Seta? Seta? Ich lasse das jetzt mal bis... hier, Timer, 30 Sekunden. Nee, 20 Sekunden. Wer AFK ist, hat kein Recht auf Stimmenvergabe, Alter. Das ist wie Demokratie. Wie sie da so mit ihrer Schrotflinte so rumgeht. Achtung. Ich aktualisiere genau, wenn es 0 ist. 0. 57,44%. Komm, ich zeig das. 57,44% sind für Deadly Days. Ehre. So. Und jetzt stimmen wir ab. Medium. Easy, Medium oder schwer. Voila. Wir spielen wieder Stronghold. Wird auf jeden Fall kommen. Das Ding ist, das Deadly Days, das fixt halt schon sehr an. Und... Die sind ja noch lange nicht durch mit dem Ding. Wenn das Ding durch ist, dann haben wir ja auch keinen Grund mehr, Deadly Days zu spielen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich mache wieder 20 Sekunden. Läuft. So lange können wir ein bisschen Dance-Gifs in den Chat hauen. Oh, sorry. Leute, ihr müsst euch mal alle BTTV holen. Es kotzt mich an. So. Oh, lecker. Da 46,68%. Bei Far Medium. Wir machen Medium. Ich zeig das jetzt nicht. Ey, ihr könnt das auch selber sehen. Ist ja sehr eindeutig. Medium. Medium. Rare. Neues Spiel. Medium. Go. La la la. Du musst dich bei BTTV einloggen, um KickW zu adden. Nee, es kann ein Mod auch machen. Jetzt geht das wieder los. So, wen haben wir dabei? Es... Alter, Leute, ey, könnt ihr euch nicht... Also zumindest Namen, die man aussprechen kann. Also was ist denn der Sinn von einem Namen, den man nicht aussprechen kann? Ja. Und wenn ihr Barack Obama heißt, damit kann man ja wenigstens irgendwas machen. Aber ich kann jetzt ja nicht mal über diesen Namen rumwitzeln, weil ich werde den nicht einmal mehr in den Mund nehmen nach jetzt. Eskuneratul. Bist du da? So ein Konsa. Konsa geht noch, aber Kongstar wäre witziger. Eskuneratul. Es knallt gleich, Alter. Bist du da? Schämt sich jetzt. Und Konsa? Konsa ist da. Sehr nice. Wehe, du underperformst. Du bist nämlich Henno. Halt alle Verbündeten vollständig, wenn sie ein Level aufsteigt. Okay. Hab einen Bug gefunden. Sonst banne ich dich, Alter. Spandau S. So, rein. Oh,
lecker. Bitteschön. Ein Doppelklang. Captain Kebab. Siehst du, Captain Kebab ist zum Beispiel ein Name. Damit kann ich was anfangen. Doppelklang. Ich hol mir ein Getränk. Prioritäten, Leute. Prost. So, Medium. Wir sind dabei. Was haben wir ausgewählt? Welche Map? Welche Map? Ja, erfrischendes Kaltgetränk, Alter. 0, 2, 5. Muss ja in Maßen genießen, ne? So. Oh, lol. Was? What? Bomb ich weg. Den werde ich einfach wegbomben. Das geht. Offensichtlich. Der droppt dann eine richtig schöne Waffe. So. Stech ihn ab, stech ihn ab. So. Schrott. Eine gute Anzahl Schrott. Ich krieg hier halt nichts, Alter. Das ist so ein Witz. Bruder. Lockt euch nicht. Danke. Ganz schön viel Schrott, aber leider keine Weapon. Leider kein... Warum geht ihr hier durch? Habt ihr Lack gesoffen? Ciao! Waffe ist wichtig. So. Oben in der Süd. Random, aber nice. Prost. Oh, jetzt macht das alles gleich viel mehr Spaß. Alter. Alter. Zwei Nate Launcher. Ach, der wurde. Ne, wurde nicht kopiert. Naja. Also ich muss sagen, Klopapier Hero, du bist eine richtig nice Bereicherung für den Stream. Wirklich. Ich meine, wir haben ja ein paar neue Mods, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ein paar neue Namen mit dem Schwert zum Zerteilen von euch. Jetzt wird gewotet, Junge. Was ist das für ein Clip? Lagerhaus, ein alter Bus. Alter, das gewinnt ja eh, kann ich ja jetzt schon. Also Bus ist sehr nice. Bus hat immer sehr viel Loot. Den muss ich finden. Ich glaube, mit zwei Granatenwerfern geht das auch gut. So. Alter, ich sehe keine Zombies. Hä? Doppelklar. Ich sehe keine Zombies. Gibt es Bäume? Nee, ne? Hey. Hier ist Map zu Ende. Hier ist das Lager. Aber ich gehe tatsächlich eher für den Bus. Der muss hier oben sein. Da ist er. Ach, einer ist jetzt drin. Ja, siehst du? Das meine ich. Das ist so nervig. Wenn ich wahrscheinlich... Hier habe ich wahrscheinlich hingeklickt. Oder irgendwie hier gefettfingert. Und schon geht er in den Store rein. Ich bitte dich. So, der Bus bringt. So. Nehme ich von allem ein bisschen was. Das ist sehr, sehr nice. So. Oh. Ist der da auch aus Versehen übers Auto? Man sieht ja auch nicht immer, welches Auto auf den ersten Blick hier
anwählbar ist. Und dann rennt er da einfach hin, ohne dass man das checkt im ersten Moment. So mache ich Leute kaputt. Schön. Der Kaffee-Run, der hätte echt noch besser werden können. Ey, das ärgert mich ein bisschen. Das ist ja komplett broken. So, Kühlschrank. Aha. So, wir gehen zum Bus. Zum heilen Bus. Ja, notfalls auch sprinten. Das geht ja auch noch. Aha. Na komm, ein bisschen können wir. Schön leveln. Das ist schon sehr gut fürs zweite Level. Ich glaube, wir können jetzt eine ganze Weile leveln. Ja, ja, ich weiß. Wenn man nochmal klickt, kommen die wieder raus. Aber das wiederum, da trifft man auch nicht unbedingt jedes Mal. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, ja, diesmal läuft es auf jeden Fall besser. Takuya Inc. Ich habe auch offline ein bisschen, offstream, das Game ein bisschen weiter gespielt. Ja, Hunde sind echt eklig. Oh, die sind kein One-Shot mit dem Granatenwerfer. Das ist natürlich bitter. Ja, wir fahren mal weiter. Wir fahren mal weiter. So, aber das war sehr, sehr gut. Leider kann man nicht hochsteigen, nein. Das ist der übelste Bait. So, neue Waffe. Ja gut, das kann ja hier alles auf dem Müll. Oh, einiges. Kopierende Katze. Kopiert den Effekt eines anderen zufälligen Items. Aha. Also nicht meins, was man hat, sondern heutiger Effekt, Schlange. Zombies, die Überlebende angreifen werden, für 4 Sekunden um 50% verlangsamen. Okay. Kühlschrank, Luftangriffe frieren alle Gegner im Zielbereich ein. Okay, Pflaster. Machen mehr Schaden basierend auf Lebenspunkten. Das ist, glaube ich, das Beste. Und die Katze kann man dann immer noch mal machen. Oder ein Kopierer-Upgrade. Ich mache mal das Pflaster, die Katze. Da ist der heutige Effekt nicht so nice. Aber ich glaube, generell kann man da noch mal über die Katze darüber überlegen. So. Kommt man eigentlich immer auf solche Spiele? Ja. Also ich komme auch nicht auf solche Spiele normalerweise tatsächlich. Also wenn, dann immer über Henning. Weil Henning stöbert extrem viel nach Spielen. Der befasst sich ganz viel mit Grundlegend der Gaming-Industrie. Und es gibt so viele richtig gute Indie-Games. Glaubt man gar nicht. Weil, ey, ganz ehrlich, würde ich so einen Screenshot auf Steam sehen, ich würde das nicht mit der Kneifzange anfassen. So, aber die Mechanics vom Spiel sind halt so gut. Gerade so dieser Wiederspielwert, ne? Dass man die ganze Zeit reingrindet, um dann immer besser zu werden. Oh, lol. Hoppala. Was ist denn da los? Hinterm Haus. Scheiße. Geben ordentlich Schrott. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, was das für eine Map ist. Eine dritte Person wäre so nice. Ich glaube, möglichst früh eine dritte Person zu bekommen oder so für zwei Leute zumindest so Schnellschussgewehre, so AK oder M16, das ist halt so das Goal, finde ich, das früh zu kriegen. Bei Regen ist ganz schwer zu erkennen. Ey, das wollte ich halt legit wieder nicht. Das ist so ein Witz. Man braucht nur aus... LOL! Okay, der Kopierer wird geupgradet. Es gibt halt auch richtig Sahne-EP. Was ist das für eine Map? Einfach nur plündern? Ich
Grafik ist halt wirklich einfach nur ein dummes Totschlagargument der Industrie. Ist halt. Aber es prägt halt sehr den ersten Eindruck von dem Spiel. Ne? Also wir sind auch alles Grafikholen, ob wir wollen oder nicht. Aber was ich meine, wenn ich jetzt hier von so einem Screenshot auf Steam sehe, wenn das nicht gut bewertet ist, ja, im ersten Moment, gucke ich es mir nicht an. Juckt mich dann, also die Mühe mache ich mir dann nicht. Weil ich, ne, wenn es richtig krass gut bewertet ist, gucke ich nochmal, warum ist denn das so krass bewertet? So, ne? Deswegen immer Spiele auf Steam bewerten, ohne Witz, wenn ihr Steam benutzt. Generell. Es gibt ja ein paar Launcher, die Bewertungsfunktionen anbieten. Gut, klar, wenn man generell auf Pixelspiele steht, so Pixelgrafik und so, gibt es ja auch viele. Ah, jetzt haben es langsam ein paar verstanden. Das gefällt mir. So. Epic. Stufe 4. Yo. Der macht Damage. Dann upgraden wir jetzt mal den Kopierer. Ah, okay. Scheiß drauf. Die 9. Nee, ist egal. Gut, nächste Mission. Und bitteschön. Ja, wenn man Pixel heißt, klar. So, ich habe hier noch so einen 4 Stunden alten Subway. Der liegt hier noch so rum. Richtig verrannt. Meine Kollegen dachten, sie... Also, ne? Die dachten, tu mir was Gutes. Ich bin auch selbst schuld. Ich habe denen halt nicht gesagt, was ich geil finde. Jetzt haben die hier so ein Vollkornbrot mir gegeben. Lecker. Oh. Warum regnet's immer? Das mir ist nicht worth. Lieber safe and steady. Schaffe ich das überhaupt mit der Zeit? Ah, das ist der mit dem Epic-Granatenwerfer. Der knallt. Das ist echt alles. Ich glaube, da sind auch Hunde in One-Shot. Müssen wir mal gucken eben. Gleich, wenn es Nacht wird. Ich schaffe nicht alles. Aber es ist nice, dass immer mal wieder so Loot kommt. So. Vollkorn ist lit. Ja, Vollkorn ist ja nicht alles. Also da ist auch Caesar-Soße drauf und so. Das ist alles nicht so meins, ne? So. Dann komm mal. Na doch, wir schaffen alles. Geil. Das ist ein Item, ne? Oder eine Fähigkeit? Item. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Wie lange wir hier durchhalten. Kann man notfalls noch sprinten. Oh, die kamen schon nah. Oh, da sind die Hunde. Ist natürlich ungünstig. Lol. Alter, das nervt mich auch. Dass die immer so ein bisschen von alleine gehen. Und dann aus Versehen in den Bus hüpfen. Oh, nee. Na gut, besser als die Rapper. So. Ich glaube, es wär gut. Aber nur Ena. Okay.
Schwachstellen finden. Erhöht kritische Trefferchance und Nachladegeschwindigkeit aller Überlebenden. Ja. Ist, glaube ich, gerade besser als die Katze. Die Katze hat jetzt gerade nur, dass Heilung 25% besser ist. Was hat er eigentlich für Chance, Schrott beim Aufheben zu verdoppeln? 4% ist halt nichts. Also. Wie war eigentlich Wellness? Also, ich finde, Wellness ist tatsächlich ein bisschen overrated. Ich hatte noch nie Wellness gemacht. Aber ich wusste nicht, dass es halt einfach nur ein Schwimmbad mit einem Hotel ist. So, weil auch in einem Schwimmbad kannst du dich massieren lassen. Und selbst wenn so, du lässt, oder Sauna gibt's ja auch in jedem Hallenbad. So. Und dann bist du da 3 Tage. Dann machst du mal eine Sauna oder eine Massage. Das machst du jetzt auch nicht den ganzen Tag so, weißt du? Also, du hockst ja nicht den ganzen Tag auf der Matte und lässt dich massieren. Ja, deswegen, ich find's ein bisschen overrated. Ja, das, die Kahntour, das ist dann nice, klar. Kahntour war nice. Und wie der immer von selber hier rumeiert. Nice. Krass, dass es AWP gibt, die kleinen Drecksviecher. Die Dicken sind so früh im Spiel echt ein Problem, ne? Gerade wenn du nur 2 Leute hast. Einfach weil du die nicht clearen kannst. Guck dir das an. So, allein jetzt den ganzen kleinen... ne? Dreckzeug hier. Echt heftig. Aber gibt gute EP, oder? Ja, geht. Junge. Jetzt aber los. Ich hoffe... das läuft jetzt besser. Okay. Aktiviere jetzt mal die Nummer 4. Mehr Crit-Chance, höhere Nachladegeschwindigkeit. Nee, ich hau rein. So. Oh! Man kopiert das Drecksteil nicht. Es ist ja echt, also, unerhört. So, zum Überlebensratgeber. Jeden Tag ein Level up. Nice, der wird auch ASAP geupgradet. Und bitte. Da war ein Haar drin, Alter. Boah. Egal, rein. Warum sind die eigentlich immer so... warum haben die immer so eine unterschiedliche Höhe? Ich muss auch sagen, es ist geil. Also, ne, Deadly Days, Bierchen, ein Sub mit Hahn. Ich finde, es fehlt eine Anzeige, welches Level das jetzt ist. Ah, Zerstörung durch so einen Burgerladen. Ah, steht immer in den Zielen. Weil da steht optional. Ja gut, ist ja optional. Aber wir brauchen jetzt echt mal eine Rettungsmission. Aha. Hm.
Ah, ist so ein Gas-Heini. Uff. Schwierig. Hä? Warum greift ihr nicht an, ihr Strullis? Warum kann man da jetzt nicht rumgehen? Uff. Jetzt saß eine Fliege drin. Ja, Leute, was soll ich sagen, ey? Aber krass, ne? 6 Tage und nicht einmal Rettung. Ist halt schon ein bisschen unlucky. Na gut. Machen wir mal weiter. Ich hoffe jetzt, Mo2212, bist du da? Und YoloRon96. YoloRon96. Mo2212. Ist eine Schande. Ach du Scheiße. Ist das dein Lieblingspulli? Influencer sind echt inkompetentesten Schwachmaten auf der Welt. Oh, lecker. Doppelklang. Voted! Prost. Oh, ein paar Subs geschenkt, wa? So. Dabei hat der letzte Run so gut angefangen, ne? Mit den 2 Nate-Werfern. Das ist schon bitter. Bleib doch bitte da drin. Oh, ja.
Brauche Auto. Brauche. Brauche Loot. Widerlich, ne? Wie ich hier rumfresse und dann noch klecker und. Ekelhaft. So. Boah, hier kommt einiges. Scheiße, ist echt einiges. So. Was ich, haben sie nicht mitbekommen? Alter, wie schnell sie sind einfach. Jetzt muss ich los. Das ist halt einfach nicht tragbar, wenn einer ein Messer hat. Das ist so bad. Kann ja ein bisschen Leute noch abstechen. Schließ. Gut. Was, Bruder, muss los? Keine Waffe bekommen, ne? Sacre bleu. Nichts. 84 Schrott. Ich meine, crazy. Aber ich brauche Waffen. Waffen. Das ist schon ein bisschen Belastung. Voilà. Sorry. Ich glaube, Lagerhaus Doppelklang. Ist ja jetzt eh schon durchs Voting. Hat man können Waffen droppen. Ich glaube, im Lagerhaus ja, können Waffen droppen. So mies, wenn man im ersten Level keine Waffe findet. Also nicht mal eine Pistole oder so. Das ist echt so mies. Mies! Entschuldigung. So, Christo, was geht? Bist du noch da? Habe ich eben nur gesehen. Da habe ich aber gerade gekleckert. So. Oh, hier genau nebenan. Das ist doch angenehm. Und mit der Pistole ein bisschen Roleplay. Schon das Story-Video von Kalle gesehen. Ja, ich kenne tatsächlich die Story schon. Etwas länger. Hatte mir, ja. Von daher ist es für mich jetzt nichts Neues. Die Stories. Wie hieß denn die Brauerei aus deiner Nähe? Hä, wie hieß denn die Brauerei aus deiner Nähe? Als ob ich immer so casual von der Brauerei in meiner Nähe erzähle. Hä? Es gibt hier in Spandau das Spandauer Brauhaus. Die machen hier Bier. Falls du das meinst. Übrigens, Leute. Mir ist gestern wieder was passiert. In der Brauerei nebenan bei mir, ne? Boah. Da haben die einen weggebraut. Ehre. So, Waffe? Nee, scheiße. So eine Kacke. Ich krieg so viel Schrott, aber es bringt mir halt nichts. Da will ich gar nichts. Ich bräuchte einen Automaten oder so. Autos. Ja, jetzt lauf. Oh, scheiße. Ich starte mal den Motor. Wieder keine Waffe. So dumm. Bist du noch da? Schön. Doch, Granatenwerfer? Echt? Nice. Immerhin. Ich meine, so früh im Level ist halt wirklich Schnellfeuerwaffen oder so am besten. Luftangriff lässt eine zusätzliche Bombe in der Nähe fallen. Jo, und wenn das dann mich trifft? Übrigens geil, dass das Einkaufskorb heißt. Aber bei Upgrade 3. Ran.
So, bitte. Au. Oh. Beides nice. Ich meine, ne? Ist cool. Macht das. Ihr macht das schon. Schön. Hey, wieso haben 41 Leute für Plündern gestimmt? Habt ihr Lack gesoffen? Was ist mit euch los, Alter? Plündern ist so die nutzloseste Mission überhaupt. Gebt euch das. So, jetzt probiere ich mal Luftangriff aus. Jo, einfach fast in meine Schnauze. Geil. Ich wusste es. So, ich muss jetzt aber ganz schnell... Help suchen. Wo ist er? Hallo? Ja, wenn ich den nicht finde, hier. Sehr gut. Oh, geil. Schön geklärt hier. Ah, das ist der Pirat! Der eine Schatzkiste hier immer in den Maps dingsen lassen kann. Da bin ich gespannt drauf. Geil. Und er hat erstmal einen Katana dabei. Geiler Pirat. Oh, er schlitzt hier schön durch. Alter, 4? Ja, ich hab's ja verbessert. So. Okay, irgendwas Nützliches. Da ist ein Auto. Komm, wir gehen mal hier hin. Gibt's Bäume? Ja. Ist Level 1. Wie heißt der Pirat? Gute Frage. XX Muddy XX. XX Muddy XX, bist du da? Alter. Hey, ernsthaft? Doch. XX, was los, Captain? Jo, du bist ein Pirat, also. Was wollt ihr denn mit mal die Brauerei deines Lieblingsbiers Kraft oder so? Was, Alter? Gut. Messer. Boah, nee, ey. Ja, rein. Boah, Waffen. La da 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 da. Leute, da war Krankenhaus by far die beste Wahl. Ich sag, wie es ist. Aber müsst ihr wissen. Es geht ja nicht immer um die beste Wahl, ne? Ist so weit unten, ey. Haha! Oh, geht los. Oh. Super, Mark. Der ist super, der Mark. Automatisches Scharfschützengewehr hatten wir noch gar nicht. Haben wir freigespielt. Oh lol, das ist die Schatzkiste. Ein Schrott.
Geil. Der Pirat ist komplett broken. Das ist ja insane. Ein Schrott. Das ist der Hammer. Finde ich nicht gut. So, gib dir ein paar Äpfel. Und Henno da mit dem Granatenwerfer, Alter. Ey, du bist mit deiner Pistole so ein Opfer, wirklich. So, das kriegen wir aber auch noch hin. Ich starte mal den Motor. So. Oh, Backe. Ja, mit dem Katana ist halt... Also so Nahkampfwaffen sind im Early Game echt richtig stark. Weil du one-hittest halt fast alles AOE. Zack. Und man blockt halt auch viel, ne? So ein Katana macht ja auch Blockchance, 25%. Das ist schon ziemlich geil am Anfang. Ich müsste mal einen Nahkampf-Only-Run machen. Das wäre, glaube ich, echt witzig. Ja, also Mutti, bisher ist die Performance scheiße. Hä? Ist das euer scheiß Ernst? Schon wieder der Dicke? So. Jetzt bin ich gespannt. Ein Schuss pro Sekunde. Erhöhter Schaden für jedes Stück Schrott in der Basis? Enthalten mehr Belohnung, je höher das Level. Okay, weißt du was? Mutti, ich gebe dir mal Level 13. Okay? Ich gebe dir mal Level 13. Und dann gucken wir mal, was du für einen Schatz jetzt findest. Was ist denn dein Statement überhaupt, dass du hier jetzt nur... Na gut, jetzt kommt eh der Spam hier, ne? Rösterchen. Schon alle. Müssen wir gleich nach der nächsten Mission machen wir mal Werbung und dann gehe ich mal auf Klöchen. Ne? Kann man mal nach 3 Stunden machen. Was war's jetzt? Ich achte da nie drauf. Lagerhallen. Ach du Leute, habt ihr Lack gesoffen? Lagerhalle ist so scheiße. Da! So, Mutti. Du bist Stufe 13. Show us. Wieso? Ja. Das waren jetzt 4 Schrott. Hä? Also, ich meine, das bedeutet... Ich habe ihm jetzt 11 Level gegeben. Und statt 1 Schrott gibt er 4. What? Also... Ja, da droppt der Boxsack, weil ich nämlich sauer bin. Alter, was hält der denn aus? Hä, nochmal? Okay. Okay, Mutti. Oh, er fechtet da mit dem Dicken. Das war jetzt... Okay. Ja. Aber wie wär's mal mit Waffen oder so? Also Schrott droppst du, kann man nichts mehr sagen. Okay, Alter. Also Schrott ist jetzt am Start, ne? Oh, jetzt wird's Nacht. Naja, wieder keine Waffen. Juhu. Cool. Ja, ich hau rein. Ich brauche halt Waffen. Ja.
Die Store nicht, Lagerhalle. Aber Lagerhalle ist auch so scheiße, ey. Da gibt es halt ein Item und Schrott. Und manchmal eine Waffe. Aber, oder? Aber echt super, ey. Noch ein Schwert. Was hast du für eins? Du für 4. Gut. Oder? Boxsack. Erhöht Nahkampf. Angriffsgeschwindigkeit. Und geupgradet? 60. Ja, machen wir weiter. Also Leute, wir brauchen... Ich wollte Werbung machen. Abbruch. Abbruch. Ich mach Werbung und ich gehe passen. Bis gleich. Da habe ich euch gebetet. Ja, votet mal schön weiter. Doppelklang. Hier kam irgendein Soundguard. Was war denn das? Habt ihr hier gesehen? Nee, ne? Ich hab ein Virus, Alter. La, la. Ja, komm, ihr könnt ja schon mal. Ja, schon mal voten. Sind das jetzt andere? Nee. Also diese Fliege hier. Vor allem, die ist so träge. Ich hätte die schon 6-mal boxen können. Ah, herrlich. Wow. Rexvieh. Hallo. Wo geht's hin? Also eine Kontrolle. Wo geht's hin, Burger? Ja, endlich mal eine gute Entscheidung, ihr Lappen. So. Oh, hier sind richtig viele Äpfel, Apfelbohnen. Alter, Bruder. Ja, da war richtig viel Äpfel, aber ich brauche eigentlich viel dringender den Burgerladen tatsächlich. Hä? Ich hasse das! Komm da raus! Du Opfer! Oh, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber gut. Oh, Raketenwerfer. Oh! Herr Pirat, Alter. Glaub's ja kaum, wa?
Auf einmal, hier unten ist der Burgerladen. Da kommt eine ganze Menge. Oder? Es hängt, glaube ich, auch vom Tag ab. Umso fortgeschrittener der Tag, umso besseren Loot bekommt man da. Jetzt wieder richtig der Müll. Jetzt schon wieder. Ah, geil, jetzt finde ich's. Scheiße. Egal, ich habe einen Raketenwerfer. Alles ist gut. Wir kämpfen uns vor. Das könnte ich vielleicht noch kurz einmal. So. So. Boah, der mit dem Katana bolzt aber durch. Guck mal, der ist richtig die Frontline. Ja, aber jetzt haben wir rein, jetzt haben wir rein. Blaue Axt noch, Ehre. Sehr gut. Find's nice, wie ich immer die Sachen finde, wenn der Tag abgelaufen ist. Und deswegen war Kaffee komplett broken. Danke für den Clip, ey. Es ist Cybermobbing. So. Stufe 9. Ich könnte jetzt auch... Guck mal, wir machen es folgendes. Wir upgraden auf Boxsack. 60% mehr Nahkampf-Angriffsgeschwindigkeit. Geben... Doppelklang. Ihm ein Messer. Ihm ein Messer. Und ihm eine Axt. So. Wird wahrscheinlich richtig scheiße. Aber ist okay. Politische Sachen sind hier nicht so... Nee. Oh, hoppala, Alter. Hier geht's um Unterhaltung. Größtenteils. Rettung. Was war nochmal Feuerwehr? Bin ich mir gar nicht so sicher. So, Rettung. Jetzt wird ein bisschen durchgeschlitzt. Ja, wir skippen mal hier die Häuser. Weil, ne? Es geht jetzt um Rettung. Aufteilen, jawohl. Ja, wo ist die Rettung? Hallo? Hier? Alter, ich hab nicht mehr... Da! Oh, geil! Der Tod! Den habe ich freigeschaltet, letztens erst richtig spät im Kriegs-Dings hier. Alter, mach die Dicken weg. 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 Der Nahkampf ist halt broken gegen die Dicken. Guckt euch das an. Oh, wie die weggeschlitzt werden. So, jetzt aber rein da. Guckt euch das an. Schlitz, schlitz. Richtiger Häcksler. Und die blocken ja auch viel. Jo, der Tod hat eine Sniper. So. Marukutz. 10% Chance beim Töten eines Gegners 2 HP zu heilen. So, pack den mal auf Nahkampf. Wo ist der Bus? So. Nur ein bisschen durchgehäckselt.
glaube, mit denen kann ich jetzt noch echt gut leveln. Bin ich ehrlich. Oder Hündchen. Gut, aber Hund kann man blocken. Alter, wie hemm die teilweise gehen. Blaues Schwert. Okay, es reicht, oder? Ja, es reicht. Mutti, ey, Fasshetze. Oh, ja. Ja, das Gehäcksele, das geht jetzt weiter, Herr Tod. Alter, okay, ich habe einiges jetzt bekommen. Witzigerweise jetzt gar kein... Witzigerweise jetzt gar keinen Schatz bekommen. Wir machen weiter Nahkampf. Machen weiter Nahkampf. Machen wir. Was haben wir hier noch? Nichts. Nichts. Alles geupgradet. Das könnte ich noch upgraden. Ja, komm. Wobei, Henno macht ja mehr Schaden. 0,3%. 0,3% des Schrotts in Schaden. Rucksack ist geupgradet. Das sieht man an dem gelben Symbol hier. Wenn da so ein gelbes Symbol dran ist. Guck mal, hier bei den Schuhen ist es nicht. Dann kann man upgraden. Gut, upgrade ich das. Erhöhte Dauer und Rinn. Ja, einmal ist Max. Man kann nur einmal upgraden. Finde ich eigentlich auch schade. Ah, wobei, macht es ein bisschen simpler. Aber könnte man so 5 Stufen upgraden, hätte es natürlich noch mehr strategische Tiefe. Wäre auch ganz cool. Finde ich. Aber generell, ich meine, das Spiel ist ja noch nicht, ist ja noch kein Ende in Sicht, ne? Also, ich hoffe, die von Assemble, die bleiben da dran. Also, beziehungsweise das Entwicklerstudio. Alter, okay. Jetzt wird gehäckselt. Komm, wir versuchen jetzt einfach mal, so weit wie möglich mit so einem Nahkampf-Run zu kommen. In Medium. Muss man auch sagen, ne? Was ist das? Ah, Überlebende retten. Okay. Alter, ich raste aus. Geh jetzt sofort hier hoch. Jetzt wird gehäckselt. Gegen! Pressing! Pressing! Der Tod ist halt nicht down zu kriegen. Das ist ja so nice. Verliert kaum Leben. Vor allem, der blockt ja auch noch. Zack. Ja, es läuft richtig gut hier mit dem Häckseln. Der Tod ist die ganze Zeit auf Max-Leben. Ne? Also mein Leben. Ey, das ist halt Friendly Fire. Das ist so dumm. Leveln. So. Durch. Alter. So, warte mal. Store. Warte mal, wie ist denn das hier mit Piratenschatz? Ich sehe gar keine Kreuze mehr. Jetzt doch gleich schon wieder Nacht. Also die eine Map waren da 38 Kreuze. Die andere, also jetzt irgendwie nichts mehr. Es ist halt so ein... Also die ist halt wirklich schleißfrei, was hier passiert, ne? Alter. Die leveln halt wie scheiße, ne? Muss man sagen. Der eine ist low. Ah, dann hauen wir jetzt mal rein. Tschüss. Oben in der Süd. Die Türen in meiner Base. Das ist eine gute Frage.
1, 2, 3. Das ist echt eine gute Frage. Alter, wie viele Waffen gab das? Ich weiß gar nicht, wofür die sind. Ach, die Items, glaube ich. Anzahl der passiven Items, die man hat. So. Hammer Stufe 10. Geil. Dann haben wir hier noch eine Axt, Stufe 8. Ja, würde ich glaube ich nehmen für ihn. Ja, meine Axt macht so viel Schaden, Alter. Okay. Jetzt müssen wir natürlich sehr darauf achten, dass wir mit der Nahrung am Start bleiben. Hier finde ich, ich finde hier gar nichts, ne? Na gut. So, bitteschön. Oh jo, wie heißt der neue? Stimmt. Und was der kann? Klare Sicht. Ne, wen hatten wir denn jetzt neu? Ne, habe ich doch gesagt, oder? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Der Tod war doch der neueste, oder? Nee, hier. Ja, Afro Bay. Aber hat einen geilen Effekt. Heilt alle nahen Überlebenden alle 5 Sekunden um 3% HP. 1% pro Level. Okay, die wird, glaube ich, gepowerlevelt. Afro Bay, bist du da? Das ist, glaube ich, gerade für so einen Nahkampfsquad richtig nice. Afro Bay! Aber Barack Obama, Masterbot oder wie er hieß, fand ich auch geil. Nee, ach nee, weil der andere war Luki Masterbot oder so. Na gut. Anscheinend nicht da. So. Oh, hier kann man buddeln. Bin ich gespannt, was wir mittlerweile bekommen. Ordentlich Schrott. Das Ding ist, eigentlich kann ich jetzt... Alter! Geil. Die Schneidet schleißfrei! So, die ganze Straße wird jetzt hier gelootet. Wie hier lang häckseln. Alter, wie viel Loot! Heilige Scheiße. Ah, hier. Alter. Der ist halt schon sehr lecker. Schmackhaft. Leider echt nicht so viel Äpfel, ne? Wegen sie jetzt hier Powerlevel, ne? Aber echt viele Leute, die jetzt alle durchgefüttert werden müssen. Das Ding ist, durch die vielen Zahlen, die aufsteigen, hat man manchmal echt Schwierigkeiten, zu erkennen, wie der Stand der Dinge beim Leben ist. Weil gerade wenn viele Zahlen kommen, ist ja viel los. Und da kann es schnell mal bergab gehen. Na gut.
So, jetzt zum Beispiel. Da panik ich. Da gehe ich. Ich hau rein. Ja, die sind auch in Ordnung für Nahkämpfer. Also voll fein eigentlich. Wie es bisher läuft. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn einer stirbt, ist jetzt auch kein. Boah, das ist jetzt hier schon verlockend, ey. Alter. Ein Tag Nahrungsversorgung. Geil. Also, der kriegt Stufe 13 Schwert. Stufe 8, Stufe 7, Stufe 10. Ja, dann der Stufe 8 Boy bekommt den Stufe 11 Hammer. Warte mal, du hast eine Stufe 10 Hammer, kriegst du auch eine Stufe 11 Hammer. So, Rest wird verkauft. Ich habe ultra viel Cash, aber das ist ja auch gut für ihn hier. So. Ich kann sie nicht power leveln, weil dann sterben die Leute. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen richtig viel Nahrung. Neue Items. Nice. Alter, 3 Stück? Überlebende richten 25% mehr Schaden im Nahkampf an. Alter! Und geupgradet Nummer 50. Uff! Das sind, glaube ich, die beiden besten Sachen für Nahkämpfer. Alter! Jetzt geht's ab. Und als nächstes dann noch hier Ratten. Das ist, glaube ich, auch richtig gut für den Nahkampf. Gott sei Dank. Vor allem Gefahr 1, so, das wird eine Loot-Map. Also einfach die Äpfel abholen, die ganze Map aufdecken, durchhäckseln. Jetzt 50% mehr Schaden, Alter. Jetzt wird ja richtig geklöppelt, ey. Jo, moin. Wie Hammers? Hammer ist nicht so geil, oder? Der hat... greift irgendwie nicht so oft an. Ne? Die Schwerter, die rasieren irgendwie so am meisten durch, habe ich das Gefühl. Haben auch höchste Blockchance. Oder Äxte, ja. Aber ist auch nur ein Gefühl. So. Was haben wir hier? Da ist der Bus. Okay. Wird gebuddelt. Wie sieht's beim Supermarkt aus? Fast fertig. So. 16 Äpfel. So, geht's gar nicht weiter. Gut, jetzt Nacht. Alter. Gut, haben wir jetzt noch gelevelt. Ja, man muss schon spammen, dass sie aufeinander bleiben. Äpfel sind dafür da. Ich habe jetzt noch ein paar bekommen. Dass deine Leute am Leben bleiben, weil nach jeder Mission frisst jeder Dude einen Apfel. Das schon. Das kann sehr schnell eskalieren, wenn du viele Leute hast. Aber Supermarkt zum Beispiel ist die beste Map für Nahrung. Gerade wenn da jetzt noch so ein Bus dabei ist oder so. Das ist schon sehr geil. Okay.
Ja. Fast der Tod gestorben. Was gar nicht geht. So. Jetzt upgraden wir und bekommen... Oh, Domino. Ein Gegner zu töten erhöht den Schaden der Überlebenden um 5% bis zu 5-mal stapelbar. Alter, das ist ja auch richtig gut. So, was haben wir für Waffen? Stufe 12 Hammer. Jo, Stufe 12 Hammer schon nice. Kriegt der Pirat. Also was heißt nice, aber ist ein Upgrade. Das ist auch halt richtig gut für Nahkämpfer, ey. Es läuft gerade. Es läuft. Und das, obwohl wir keine guten Waffen haben. Also wir haben Nahkampfwaffen. Das meine ich nicht mit keine guten, sondern die sind ja alle grau. Ist nichts dabei. Eine blaue Waffe, die wir ganz am Anfang gefunden haben, die Stufe 7 ist. Oder 6. Würden wir da ein bisschen noch mehr bekommen, wäre richtig nice. Oh, Junge. Boah. Da seid ihr knapp an einer Vollkatastrophe vorbeigeschlittert. Ich sag, wie es ist. So. Auf sie. Das hält echt viel länger. So, Auto. Laden. Auto. Laden. Oh, da gab es einen Apfel drin. So, da haben wir schon alles. Ganze Map gecleared. Sie ist halt echt krass, weil sie halt die Leute heilt. Um 5%. Ja, immer wenn die grünen Zahlen aufsteigen, heilt sie. Zack. Das ist echt kurz. So, jetzt bin ich gespannt mit diesem Domino. Es wird gelevelt. Domino! Alter! Mal 30 teilweise! Alter! Ist aber alles ein One-Hit. Komm, mehr! Das ist ja insane. Oh, guck mal. Das ist ja echt komplett busted. Was? Alter, was? Schade, dass man nicht drüber hafern kann. Nee. Level up. Alter. Ah, okay. Wir sind jetzt schon Gefahrenstufe 25. Okay, wir hauen mal rein. Alter. Solo-Spam ist, wenn jetzt einer die ganze Zeit nur immer das gleiche rauskloppt. Und nicht alle gemeinsam.
Wenn jetzt einer die ganze... Was die Mods manchmal machen. Jetzt zum Beispiel Deichkind. Das ist Solo-Spam. Ist verboten. So. Stufe 10 haben wir... Nein, nur Müll. Ich finde nur Müll. Ärgerlich. Gute Items. Daran hapert es gerade. Es ist immer jeden Run irgendeine Scheiße, an der es hapert. Woran hat es hier liegen? Die Kopiermaschine können wir mal austauschen, solange hier nur Müll kommt. Crap. Das Ding ist, ich will ungerne meine ganzen Äpfel ausgeben. Ah, 4 Stück gehen, oder? So. Alter, Leute. Wir reden die... Ich rede die ganze Zeit davon, dass wir Items brauchen. Dass das Einzige ist, was an dem Run nicht gut ist. Kiste ist die beste Map für Waffen. Bin sauer. Was ist denn das jetzt? Burgerladen. Ah, jetzt haben wir die Ratten dabei. Auch geil. So, der wird jetzt weggemacht. Oh, das ist so ein Sprinter. Ja, gut, easy. Er ist einfach schon reingegangen. Hallo? Hä? Ich klicke hier hin, er geht raus. Das habt ihr gesehen. Das ist buggy. Wow, Vorschlaghammer, cool. Gut, dass wir nicht die Kiste genommen haben. Affen, ey. Ihr seid Affen. Cool, Burgerladen, Alter. Geil. So, weg mit euch. Alter, das ist hier aber auch eine Schnitzeljagd, ey. Und da oben kriegt der Ratten. So, sekunden wir mal ein bisschen. Na gut. Alter, wie durchrasieren. Oh, geil. Prozent mehr Angriffe pro Sekunde. Das ist auf dem Hammer geil, oder? Nehmen wir. Geil. So, weg hier mit euch. Alter, was hier geschlachtet wird, ey. Ehre. Ich muss sagen, bei hier diesem Forschungs-Skill-Tree ist schon kacke, dass der Anführer schneller geht. Weil es gefühlt immer schlecht ist, wenn die Gruppe sich splittet. Also, ja. Alter. Wer hat denn die auseinandergenommen? Die ganzen Ratten! Die sind jetzt so am Start, ne? Die blocken so viel Gegner weg. Insane, wie viele Ratten da entstehen. Auf beiden Seiten. Alter. Okay. Wir machen eine enge Schlucht hier. Können wir nur von zwei Seiten angreifen. Das ist, glaube ich, richtig gut. So, reicht auch.
Ciao. Hey, die ganzen Ratten betteln da noch. Oh, was, da war Kaffee im Automat? Doppelklang. Oh nein. Oh, ich war so fokussiert auf den Epic Hammer, Alter. Scheiße. Gut. Ja. Also. Den nehmen wir mit. Für den Tod. Level 8 Hammer. Das ist alles ein Müll. Stufe 13 Axt. Ist ein Messer überhaupt viable? Weiß ich nicht, ne? 300 Schaden. 13, 12. Ich glaube. Nein. So. Aber ein Messer ist halt richtig scheiße. Gut, nächste Mission. Oh. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, weil jetzt irgendwie kaum einer noch da war, von den Personen, die hier namentlich genannt werden, dass, wenn ich diese Twitch-Integration aktiviere, der quasi nur in dem Moment die Leute im Chat speichert. Alter, was? Stufe 6 Waffen? Was ein Müll. Eine Drohne ist hier abgestürzt, das kenne ich noch nicht mal. Gut. Ist wahrscheinlich einfach nur irgendwas, wo Basic Loot ist. Genau. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, vor allem, weil da auch 5 Loot ist, 5 Beute. Und wir brauchen ja wieder Äpfel. Wir haben aktuell nur... Stimmt nicht. Okay. Stimmt nicht. Das kann man richtig deutsch lesen. So, wir rasen mal wieder hier durch. Was ist das denn? Supermarkt. Hallo. Nee, hier ist er nicht mehr. Hier, wa? Wo ist der Supermarkt? Hallo, hier geht's noch mega runter. Ups. Ich habe nicht auf das Gebäude geklickt. Kann mir keiner erzählen. Wirklich nicht. Also die Hitbox da ist halt gigantisch gefühlt. Außer man will ihn wieder raus haben. Dann ist die kleinste Hitbox der Welt. Ist ja echt einiges an Beute. Aber jetzt auch bald Nacht. Das heißt, wir sollten uns mal wieder sammeln. Komm ran. Komm in Wallung. Uff. Ja. Gut.
Woran liegt das, dass ich keine seltenen Waffen mehr finde? Das ist halt echt krass. Ich finde ja immerhin mittlerweile Waffen. Aber hier ist auch Beute auf Max-Level, glaube ich. Trotzdem finde ich hier nichts, falls es das beeinträchtigt. Oder ausmacht. Generell, ne? So, ich wüsste voll viel gern über Spiel, wo ich nie es wissen, also herausfinden werde selber. Zum Beispiel, ob die Beutestufe entscheidet, wie häufig seltene Waffen droppen auf der Map. Sowas. Schöner Nahkampf-Run. Aber die Hammer sind echt gut, weil die so noch, zurückschleudern, die Leute. Wie kriegen die gerade nicht down? Also, die Gegner, meine Jungs. Oh, jetzt langsam. Na gut, geh mal rein. Das ist immer ein Gemetzel, ey. Ja, der Loot-Scan hat, glaube ich, mir echt kontinuierlich blaue Waffen gegeben. Das macht super viel aus. Vor allem, wenn man da noch diesen Kopierer aktiv hat. Alter, 4 Messer gefunden. Stufe 16 Axt. Kann man machen. So, 13, 13, 12, 13, 11. Sie kriegt die Axt. Aber halt auch wieder grau, ne? Gut. So, letzter Slot, oder? Nee. Ja, Kopierer, doch. Wegen dem halt. Okay. Habe ich noch eine Fähigkeit? Aber erst eine Spezialfähigkeit. Das ist auch krass. So. Wichtiger GSG-Squad. Meine Leute schlitzen alles auf. Geht los. So. Guck mal, der Pirat immer am Rande des Verreckens. Achso, was haben wir? Krankenhaus. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder auf Speed-Erkundungstour. Ach, guck mal. Rein! Alter, die Ratten. Flügen hier durch die... Alter, wie riesig ist die Map? Wir hätten hier gerade so gestöhnt. Ist wer gestorben? Nee. Was ist los mit euch? Die Dicken halten so viel aus. Insane. Spezialfähigkeit. Irre. Komm ran. Sind alle wieder da? Hier unten auch? Der von hier unten? Ja. Gut, ab zum Auto. Sie ist irgendwie super langsam immer. Also sie halt die Leute. So, hier die enge Gasse, das ist, glaube ich, richtig nice.
Einer springt rein. Alter. Schön leveln. Der Tod ist gleich ein Level ab. Teilweise Tausender jetzt mit diesem Domino-Effekt. Das ist halt wirklich insane. Stellt euch mal vor, ich hätte halbwegs gute Waffen. Ich könnte jetzt 10 Jahre leveln. Er hält wirklich. Oh. Oh. Na komm, wir hauen mal rein. Alter, und die ganzen Ratten auch, ey. Das ist halt, das war halt wirklich die, das waren die Thermopylen da. Oh nein. Okay, er ist der Schlimmste. Ab jetzt der Run vorbei. Also halt wirklich. Ach du Scheiße. Ich kann dir ja jetzt nicht mal kiten. Aber egal, ich habe gesagt, wird ein Nahkampf-Run. Das ziehe ich auch so durch. Auch wenn hier jetzt natürlich ein paar Alternativen wären. Gerade gegen die, na gut. 13. Ja, von Hammer bin ich nicht so Fan mehr. Ja gut, Blockchance, ne? An sich. Haben die Nahkampfwaffen. Vielleicht ist das etwas, worüber man reden kann. So. Achso, ich hab doch hier eine Dings. Taser. Ja gut. Können wir machen. Rein. Auf in den Tod, ey. Das Ding ist... Ja, ich gucke jetzt erstmal... Ich glaube, ich bin jetzt nicht direkt RIP, aber es wird jetzt auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ich muss halt jetzt so vorsichtig spielen, glaube ich. Also ganz anders. Eben konnte ich ja komplett braindead alles zerstören. Ich meine, die Leute machen richtig viel Schaden, ne? Vielleicht one-hitten die auch jeden zusammen. Müsste eigentlich gehen. Aber wir probieren es jetzt mal vorsichtig aus. Okay, noch sind hier keine. Oh, da ist einer. Okay. Ja, aber wann gehen die Enrage? Einfach nach einer Weile? Wenn man die nicht schnell genug killt? Weil die wurden dann immer so rot. Was ist denn das hier? Automaten. Automaten gibt's hier. Ist ja an sich ganz nice zum aktuellen Spielstand. Aber ich finde keine. Ich finde keine Automaten. Wie riesig ist diese Map? Oh shit. Warte mal. Muss mal eben gruppieren. Weiterkommen ein paar Jungs, die sauer sind. Boah, scheiße, einer hat kassiert. Warum rennt er denn zu dem hin? Da, jetzt drauf. Schlitzt ihn auf. Ehre. Okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt turnieren sollte gegen die. Vor allem, wenn jetzt Tempo weg ist. Ich guck mal, was passiert. Oh, da kommt einer. Alter, ich habe schon richtig Angst. Okay, ist tot. Die Ratten blockieren da halt alles. Das ist ziemlich nice. Oh, da kommt wieder einer. Zwei sogar. Die Ratten blockieren halt alles. Komm nicht ran. Ah! Okay, Rückzug. Backup, Backup. Ist mir zu heiß.
Ja, Taser, Spacer. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ey. 38 Tage hier ohne zweite Spezialfähigkeit. Ey, was ist das denn? Weg. Weg. Ich level ich sie jetzt? Wann wird er hier denn mal kopiert? 16. Tag. Hehe, Kick weh! Lul! Ja, lila eine Mission. Ist lila... Lila ist, glaube ich, noch schlimmer als rot, oder? Jo, Blitze, geil. Blitze. Oh, der Weihnachtsmann. Hä? Der fucking Weihnachtsmann, Alter. Da häckselt ihn. Oh, Weihnachtsmann. Neopunk 90. Bist du da? Lässt eine seltene Waffe bei Level 15 fallen. Und etwas ganz Besonderes bei Level 20. Neopunk 90, bist du da? Was ist hier eigentlich mit dem... Ah, siehste? Schlimm. Also mit den Piraten hat man auf jeden Fall immer genug Schrott. So viel ist sicher. Oh. 20 Sekunden. Automatische Sniper. Alter. Und rennen. Und durch. Ab nach Hause mit dem Weihnachtsmann. Enno ist tot. Geil. Schade. Jetzt bin ich sauer. Oh, hier, für den Weihnachtsmann. Stufe 18 haben wir. Halt schon echt geil. Ist mir scheißegal. Jawohl. So, Herr Weihnachtsmann. Ha! Gut. Oh, Rettung. Hey, mach doch Rettung! Rettung! Mann, mach Rettung, bitte, Henno! So lustig, ey, Kekwi! Was war das denn? Erstmal den Dicken da zerhäckseln. So, hinlegen. Alter!
Der Weihnachtsmann verreckt hier. Mein Gott, warum gehen die denn alle auf den Weihnachtsmann? Jawohl. So. Zum Weihnachtsmann erstmal wieder aufgepäppelt werden. Fechten, en garde. Lol, Alter. Der Tod ist tot. Die sind so krass am Start. Ey, die sind halt für die Taktik echt übel. Vor allem, ich one-hit die halt nicht mal mehr. Also, überhaupt nicht. Scheiße, ey. So. 7 Äpfel. Abfahrt. Ich kill euch gerade, ne? Einen nach dem anderen. So. Weihnachtsmann Stufe 15. Scheiße, ihr habt nicht genug Äpfel. Ich hätte gerne jetzt noch einen Apfel. Die haben gesagt, bei Stufe 20 was ganz Besonderes. So. Gut, nächste Mission. Ich habe eben mit 5 habe ich eben 2 verloren. Das wird ja auch nicht besser, ne? Hauptsache, der Weihnachtsmann lebt noch. La, la, la. Oh, Äpfel, cool. Was soll ich finden? Den Markt hier, ne? Supermarkt. Oh, Äpfel. Da. Einfach nur einer rein und reinhauen. Also wichtig ist, dass der Weihnachtsmann überlebt. Hör doch auf, in den Laden da unten zu. Ich klicke hier hin, weil der Typ hinterm Gebäude steht. Und die rennen ins Gebäude. Ist doch dumm. Bombt euch selber, geil. So, Ratten, tötet sie. Scheiße. Geil, sie gehen auf die Ratten. Kannst du knicken? Kannst du knicken, Alter? Ist halt RIP. Er boxt ihn einfach aus dem Leben. So, jetzt spielen wir. Ich habe sogar Geschwindigkeit nicht mal mehr. Komm da raus, Bruder. Ich habe nur. Doch, ich habe 6. Easy, das geht. Geh, geh, geh! Der Weihnachtsmann lebt! Ja! Die besondere Waffe! Sie ist mein! Alter. Ist überrattert da. So.
Huch. Das ging schnell. Wow. Wow. Eine ganz, was ganz Besonderes. Eine Minigun. Gut. Hey, gut, Stufe 15 Minigun ist schon nett. Ne? Haben wir denn irgendwas? Ja, auf zur Weihnachtsmann. Zu 100% eine Leggy, das meinen die damit. Ja, gut. Rettung, Alter. Orange. Null Äpfel. Gut, bei Rettung kriegt man auch Äpfel. Ach, ist das cool mit dem Weihnachtsmann. La. Ich habe mal zu Hause einen Run einfach mal auf Easy gemacht, um das Spiel durchzuspielen. Und war auch im letzten Level. Und da ist man in so einer riesigen Burgerfabrik und versucht, die zu stürmen. Aber ich war zu früh da drin. Ich hätte noch weiter grinden können. Man hat dann die Wahl. Grindet man weiter die normalen Missionen und levelt und findet Equipment und so? Oder... Kannst du den mal töten? Geil. Oder geht man dann in die letzte Mission? Die ist ja richtig broken, die Waffe. Und man muss dazu sagen, er ist alleine, ne? Und 10 Jahre nachladen. Ehre. 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 Ja, hast du? Hast du? Da kommt Dicker, ne? Hast du gesehen? Jo, die umzingeln mich. Drei Level. X-Muddy X hat wahrscheinlich fürchterlich geschmeckt. Maru Kutz hat zu viele Zombie-Filme gesehen. Mo ist einfach nur Punkt, Punkt, Punkt. Wollte eine zum. Ja, okay. Achso, seht ihr teilweise nicht. Okay, was haben wir für Spezialisierung jetzt bekommen? Neue. Anführer-Buff erhöht. Findet 5 Schrott am Anfang jeder Mission. Lecker. Taschenrechner. Pro 100 getötete Zombies erhöht sich der Schaden deiner Überlebenden. Das ist krass, würde ich wissen. Um wie viel? Das fehlt manchmal. Weil, wenn das jetzt heißt, pro 100 Zombies, die ich töte, erhöht sich der Schaden meiner Überlebenden um 0,01%, dann ist es scheiße. Aber wenn es 1% ist, sick. Kann ich das irgendwo nachlesen? Gibt es da von den Entwicklern irgendwie, ne? Eine Liste oder so? Grill. Zombies haben eine Chance, Fleisch fallen zu lassen. Das Überlebende heilt, wenn sie es aufheben. Okay. Und hier kommt Insasse 12. Der Taschenrechner ist Gamebreaker. Die CIA weiß sowas. Okay. Ja, vielleicht google ich das mal. Vielleicht gibt es ja so eine Seite. Okay, Leute, das war's erstmal mit dem Stream.